Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding. Bremen 4, das Ding. Enjoy. Fritz vom RBB. Und MDR Sputnik. Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Jan Böhmermann. Servus, genau, der bin ich. Hallo. Ich glaube, heute wird die Late Line begleitet von seltsamen Geräuschen, denn ich habe einen Ventilator laufen. Mal sehen, ob man den hört. Hört ihr ihn? Ah, wenn ich spreche, hört man ihn. Ansonsten springt der Gain ein und zieht den Ventilator runter. Es ist nämlich wahnsinnig heiß hier in meinem Studio und deswegen werde ich heute von kühler Luft umweht, damit der Kopf kühl bleibt. Denn heute könnte es eine heiße Late Line werden. Es handelt sich nämlich um eine Late Line zum offenen Thema. Ihr könnt anrufen, zu welchem Thema auch immer ihr anrufen mögt. Ob ihr zum Beispiel heute die große ProSieben Comedy Party gesehen habt mit Sonja Kraus und Calcha Candela und zahlreichen irrelustigen Menschen, die im Publikum saßen, aber genauso lustigen Menschen auf der Bühne. Wenn ihr vielleicht dran geblieben seid und bei ProSieben die Alm geschaut habt oder überhaupt mal in den letzten Tagen die Alm geguckt habt, dann teilt mir gerne eure Meinung dazu mit. Ich würde da wahnsinnig gerne mit euch drüber, ich sag mal so, reden. Ich sag erstmal reden und dann, wenn wir drüber reden, werdet ihr wissen, was ich eigentlich meine. Wenn ihr, keine Ahnung, auch was sagen wollt zu den Brüsten von Gina Lisa oder dem Gemüt von Tessa oder wenn ihr eine Meinung habt zur neuen ProSieben-Show, die jetzt gerade hier, sehe ich, gerade angetrailert wird, der Model und das Freak. Nee, der Freak und das Model. Nee, das Model und der Freak. Dann könnt ihr euch sehr gerne bei mir melden. Unter der 0800 80 5x5 reden wir heute Nacht über alles, worüber ihr reden mögt. Und ich darf euch eine frohe Kunde mitteilen, das Geilometer ist heute wieder mit dabei, denn der Akku ist wieder aufgeladen. Mal gucken, ob man... Ah ja, er ist da, der Geilometer. Und kann es auch noch andere Sachen, hier zum Beispiel das Pferd ist ja auch mal... Das Pferd ist auch da. Also, alles ist da. Ihr müsst nur noch mitmachen. Dann bin ich sehr zufrieden. 0800 80 5x5. Und jetzt gibt's erstmal eine heiße Scheibe von Marc. Oh, Droste, hörst du mich? Am Donnerstag, den 25. August 2011. Sie hören ein Angebot von Ihrem gebührenfinanzierten Rundfunk, von Ihrer Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland, ARD. Sie hören Bremen 4. Enjoy, das ist vom Norddeutschen Rundfunk ein Sender, UFM, das ist der Hessische Rundfunk, das Ding, das ist der Südwestrundfunk, Baden-Baden und Sputnik, Mitteldeutscher Rundfunk. Ich glaube, die sitzen in Leipzig und Erfurt. Bin mir aber da nicht sicher, weil ich mich im Osten überhaupt nicht auskenne. War ja jahrelang eingesperrt, der Osten, und da konnten wir auch nicht rüber und durften wir früher auch keine Städte kennen, die jenseits der Mauer waren. Deswegen kenne ich mich da nicht so aus, leider. Mein Name ist Jan Böhmermann. Ich freue mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass ihr zahlreich anruft. Denn heute haben wir eine offene Themennacht. Ihr könnt anrufen, zu welchem Thema auch immer ihr anrufen mögt. Unter der 0800 80 5x5. Kennt ihr ja die Nummer. Ist kostenlos. Auch bezahlt von euren Rundfunkgebühren. Unter anderem, aber auch größtenteils eigentlich von meinem Taschengeld. Der erste Anrufer heute in der Leitung ist Fabi aus Fuldi. Hallo Fabi. Hallo. Du bist 17 Jahre alt und wie geht's dir erstmal? Das muss man ja erstmal so der Höflichkeit halber fragen vorweg. Ja, mir geht's recht gut. Was machst du gerade so, jobmäßig, schulmäßig, irgendwie, was ist los? Ich mach Abitur, also berufliches Gymnasium nennt sich das bei uns in Hessen, also ich komme aus Hessen. Was heißt berufliches Gymnasium? Das heißt, es ist eigentlich wie ein normales Gymnasium, wir haben Mathe wie ein normales Gymnasium, Englisch wie ein normales Gymnasium, nur haben halt eine Fachrichtung, in der wir Abitur machen, das heißt, unser Leistungskurs sozusagen. Das heißt, ihr bekommt später dann eher mal einen Job im Vergleich zu anderen? Also nicht unbedingt, wir haben halt das gleiche Abitur wie normale Gymnasiasten. Aber ich würde mal sagen, wir sind sozusagen auf ein Thema, also ich mache jetzt das Thema Elektrotechnik, da sind wir halt besser vorbereitet. Also wir lernen schon so die grundlegenden Sachen für Elektro, was man da beachten muss. Löten, genau. Und Schaltkreise und hier Schaltpläne. Widerstände, genau. Ja, Widerstände? Ja, wir müssen dann Widerstände ausberechnen, also es ist alles sehr kompliziert. Kommt mir selber manchmal ein bisschen... Also ich finde mich da nicht immer zurecht. Ja, dann erzähle ich nochmal kurz was zu mir. Auch ich habe Abitur gemacht und war auf einer Schule, wo zwei Fächer angeboten wurden als Leistungskurse. Die habe ich dann auch genommen, nämlich Wirtschaft und Englisch. Ich habe einen Abiturschnitt von 2,3 und möchte eines Tages gerne mal Meeresbiologin werden. Damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Schön, dass Fabi, dass wir jetzt miteinander sprechen. Worüber willst du denn reden heute in der offenen Themennacht in der Late Line?
unter anderem allgemein auch so über das Thema Fernsehen. Ja, sehr gut, sehr gut. Du hast ja schon die Alben angesprochen. Ja. Ich wollte dann so eher auf das Thema RTL übergreifen. Mhm. Aber erst noch was zu Alben. Weil ja, fangen wir erstmal mit der Alben an. Also eins, one after the other. Ich habe die Alben einmal gesehen. Wie oft hast du sie schon gesehen? Zweimal. Zweimal. Um zu gucken, ob es genauso schlimm ist wie beim ersten Mal. Also ich hab das erste Mal gesehen, weil davor kam irgendwas Interessantes. Ich glaube, da kommt das immer. Also jeden Abend so gegen 9:45, was war denn vorher? Galileo Mystery oder? Pro 7 kommt das, ne? Ja, aber was war denn vorher Interessantes da? Two and a Half Man, also dienstags kommt immer Two and a Half Man. Aber und ist so die ganze... interessant? Und das gucke ich jeden Dienstag und dann war da halt im Anschluss irgendwie die Alm. Jetzt haben die hier diese Sendung, die Oldies, also das sind irgendwie so Rentner gewesen, die so Leute verarscht haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oldest Busters hieß das. Das war eine richtig geile Sendung, fand ich, richtig lustig und dann auf einmal kam die Alm. Okay. Und wie war denn dein erster Eindruck, als du das am Dienstag zum ersten Mal gesehen hast? Echt komisch, weil ich nicht wirklich wusste, was der Sinn sein soll. Das Ganze kam ja auch irgendwie so ein bisschen dschungelmäßig, also Dschungelcamp-mäßig vor. Ja. Also es ist irgendwie alles ein bisschen abgeguckt von Dschungelcamp. Also was heißt abgeguckt? Es ist 1:1 nachgemacht. Und wenn man nur den Ton hört, dann denkt man, es reden Sonja Kraus. Na gut, und die Stimme von Dirk Bach ist ja nun sehr markant. Deswegen hält man Daniel Aminati nicht für Dirk Bach. Aber Janine Kunze ist ja wohl ein 1:1 Abklatsch von Sonja Kraus, nur halt in sehr schlecht, ne? Ja. Also wahnsinnig. Also Sonja Kraus ist ja schon wahnsinnig schlecht. Aber die ist ja eigentlich noch irgendeine schlechte Kopie von einer schlechten Moderatorin. Also so schlecht finde ich sie jetzt. Also so Talk habe ich früher mal gern geguckt. Also das ist schon richtig. Jetzt verwechselst du Sonja Kraus und Janine Kunze. Nee. Und Sonja Zietlow mit Sonja Kraus vielleicht? Jetzt machst du mich total wieder. Ja, also die Moderatorin von der Alm, von die Alm, muss man ja richtig sagen, heißt Janine Kunze. Ist nicht Charlotte Engelhardt auch nicht Sonja Kraus. Genau. Ja, stimmt, ja. Wenn man nur die Brüste von denen sieht, dann würde man keinen Unterschied erkennen. Aber am Gesicht erkennt man das ein bisschen. Ja, am Gesicht schon. Es ist Janine Kunze, die macht beim Hausmeister Krause, macht die... Genau, die Proll-Assi-Schwester. Die Proll-Assi-Schwester, das ist die Rolle, mit der sie deutschlandweit berühmt und Bekanntheit errungen hat. Hart erspielt. Und jetzt ruht sie sich natürlich nicht auf diesem gigantischen Erfolg aus, sondern möchte weiterarbeiten und hat diese Premium-Sendung wahrscheinlich über ihr Management an Land gezogen und ist jetzt... Ich weiß gar nicht, warum das Sonja Kraus nicht macht, weil oder dann wenigstens Charlotte Engelhardt. Ja, also es ist, oder ja, allgemein so irgendwie, wir sind gar keine wir sind alle Moderatoren, die für diese Sendung moderieren würden, total unterstes Niveau eigentlich. Wahrscheinlich hätte es Charlotte Engelhardt gemacht, aber ihre Brüste haben sich irgendwie nicht mit dem Management einigen können und hat die rechte Brust gesagt, ich mache mit, aber die linke Brust hat gesagt, den Vertrag unterschreibe ich nicht, ich steige aus und mache da nicht mit und dann hat der Sender gesagt, wir kriegen Charlotte Engelhardt, wollen wir nur mit ihren beiden Brüsten und dann ist es halt, da musste Janine Kunze ran. Was tippst du, was die bekommen pro Moderation, das frage ich mich. Geldmäßig, reden wir über Zahlen, schätz mal. Ich weiß es natürlich nicht, ich kann auch nur mutmaßen. 17-Jähriger da überhaupt kein Einschätzungsvermögen, was so, ja gut. Mehr oder weniger als 400 Euro? Mehr. Mehr? Ja, doch. Ja, doch so 5.000, 4.000. 5.000 Euro? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie ProSieben die bezahlt. ProSieben, wenn allein die Hörer, die Zuschauer, die da anrufen sollen bei die Alm, schon 3.000 Euro gewinnen und einen TFT Monitor, da werden ja wohl die Moderatoren nicht auf sich sitzen lassen, dass sie da nur 5.000 Euro abräumen. Ich glaube, die kriegen mehr. Viel mehr. Ich tippe mal so 10.000 Euro. 10.000 Euro? Ja, pro Moderation. Und pro Moderator. Ja, also Daniel Aminati wird da sicherlich gut. Ich meine, Daniel Aminati ist ein Top-Moderator, der ist quasi ProSieben Aushängeschild. Der wird da sicherlich einiges ankommen. Was kriegen denn die Stars, die da in der Alm sind? Im Dschungel hätte ich fast gesagt. Können die eigentlich was gewinnen am Ende? Weiß ich nicht genau. Vielleicht dürfen sie Gina Lisa melken. Ja, wahrscheinlich bekommen sie ProSieben-Gutscheine oder so. ProSieben
Genau, we love to entertain you Gutscheine. Muss man aber, genau, wenn Gina, Lisa und so eine Kuh gemeinsam in so einem schummerigen Stall stehen, muss man, glaube ich, schon als, also muss Werner Lorand zum Beispiel, muss, glaube ich, schon aufpassen, dass er dann nicht versehentlich als falsche Euter greift, weil das dann doch sowohl, ich glaube, haptisch als auch vom Aussehen sich ähnelt. So ein Milch-Euter und die Gina Lisa. Vielleicht ist das eigentlich schon der Preis, dass die da Gina Lisa melken dürfen. Doch, das besonders der Checker, der ist ja hier. Es hat was wahnsinnig Ordinäres, wenn man sagt, Gina Lisa melken dürfen. Irgendwie ist das wahnsinnig wie in so einem schlechten Porno. Ja, aber die darfst du noch gar nicht gucken, weil du erst 17 bist. Ach, aber das mit dem 1:1 RTL und so, hundertprozentig. Also die Fallen, also die Sachen, wo die da in die dunklen Räume gehen müssen, das ist doch keine neue Idee. Das hat ProSieben geklaut. So. Und das ist Niveau. Das ist absolut unterste Schublade. Du wolltest, nachdem wir über die Alm reden, noch über RTL reden. Wie bitte? Über RTL wolltest du noch reden. Wolltest du über den Beitrag bei Explosiv über die Gamescom reden? Da habe ich was gelesen, aber habe ich jetzt nicht. Allgemein so RTL, so das Nachmittagsprogramm. Ja, ist mir zu allgemein. Warte mal, ich habe hier nämlich eine Mail bekommen und habe das auch mit großer Freude verfolgt. Und zwar hat der Martin geschrieben an talk@lateline.de. Liebe Lateline-Hörer, ihr könnt es natürlich auch neben den Anrufen Mails schreiben über talk@lateline.de oder geht auf unsere Seite lateline.de und schreibt da Blogkommentare. Und der Martin schreibt: Hallo Jan, wie findest du denn den netten Bericht von RTL über die Gamescom? Ich finde es eine niveaulose Frechheit. Kein anderer Sender würde sich sowas trauen. Typisch RTL, die sollen lieber Asi-TV machen. Mittlerweile läuft auch schon eine riesige Beschwerde gegen RTL. Also um es mal zusammenzufassen, RTL hat versucht, einen satirischen Beitrag im Rahmen ihrer täglichen Satire-Sendung Explosiv zu bringen, indem sie über die Gamescom-Besucher sich lustig gemacht hat. Hat dann so gesagt, von wegen alles Nerds, kriegen keine Frauen ab und stinken nach Schweiß. Was ja, sagen wir mal, auch stimmt. So, aber es war so eine schlecht gemachte Satire, dass es eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Beleidigung war und vor allen Dingen eine totale Verkennung dieser, also die haben gedacht, das ist, ich glaube, RTL denkt, das ist so eine Subkultur von irgendwie so 3000 Jugendlichen, die da Spiele spielen, aber dass da wirklich Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen quasi sich als Spieler bezeichnen und nennen würden, da haben sie richtig vielen Leuten ins Gesicht gekackt, sag ich mal so, mit so einem frechen Beitrag. Das glaube ich. Und da haben sich viele Leute aufgeregt. Und so auch das habe ich auch mitbekommen. Ich habe nämlich gehört, dass die RTL-Seite heute gehackt wurde. Ja, und genau. RTL.de ging nicht mehr. Und fand ich echt amüsant. Bin ich auf RTL.de gegangen und tatsächlich. Ging nicht mehr. Nee, also da haben sie sich schon verscherzt. Also ich habe auch Gruppeneinladungen bekommen heute gegen RTL. Was ich auch voll unterstütze, aber nicht nur wegen dieser Aktion. Mhm. RTL ist ja allgemein. Du kommst, wenn du mal 13 Uhr bis 13 Uhr habe ich vielleicht einmal die Woche aus. Du kommst, schaltest ein, schon siehst du gleich so mitten im Leben Scheiß oder Verdachtsfälle, Schulermittler. Ist halt so. Ist halt so. Ne? Und als Gebührenzahler schaust du nur zu, ne? Was? Die Leute, die gucken es ja auch. Die machen da ihr Geld mit, dann kommt ProSieben, macht's nach, neue Sendung, Family Stories. Ja. Langweilig. Family Stories, was ganz anderes, obwohl die gleichen Sendungen, also wahrscheinlich hat ProSieben von RTL Folgen abgekauft oder so, auf jeden Fall die gleichen Folgen, die immer bei Verdachtsfälle oder so kamen, kommen jetzt auf einmal ProSieben. Fabian, ich muss dich leider schon bitten, aufzulegen gleich, aber es gibt natürlich noch das Geilometer vorher für dich, weil wir jetzt, unser Zeitlimit ist erreicht und der Hotbutton blinkt schon. Deswegen gibt es jetzt für dich das Geilometer. Ist das okay für dich erstmal? Ja. Das Geilometer sagt eine 4. Das Geilometer, muss man erklären, ist eine Bewertungsskala aller Anrufer, denn wir wollen, dass der kalte Wind der Marktwirtschaft auch hier in der Late Line weht und dass Leistung zählt. Leistung muss auch im Radio zählen. Und deswegen werden alle Anrufer vom Geilometer bewertet nach Qualität auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 furchtbar ist und 10 supergeil. Du hast eine 4 errungen mit deinem Anruf, weil es mir ein bisschen, also ich glaube, das war einfach dem Geilometer ein bisschen beliebig. Ja. Aber du bist ja erst 17, du kannst noch reifen und musst aus Fulda wahrscheinlich mal in die große Stadt, zum Beispiel nach Wiesbaden oder nach Kassel.
Und dann wirst du mal sehen, wenn du in einer großen Stadt bist und dann mal an der Uni bist oder sowas mit deinem Fach Elektrotechnik-Abi und dann mal, dann wirst du reifen und nochmal anrufen und dann wirst du vielleicht auf dem Geilometer auch eine höhere Punktzahl erreichen. Ach, das ist doch schon für den Anfang gut, ja. Ja, 4 ist nicht schlecht. Richtig, scheiße wäre -1 oder sowas. Ja. Aber 4 ist gut. Nee, ich finde es super. Also ja. Hallo. Ich hab dich ganz so lieb, bis bald. Ja, bis bald. Ciao, Fabi. Auf jeden Fall. Man hört sich. Ja, tschüss. Man hört sich. Ciao, Sie. 0880 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line und wir haben den Christoph aus Bremen. Hallo. In der Leitung. Hallo, Christoph. Hallo, grüß dich. Du bist 48 Jahre alt, ist eigentlich viel zu alt für die Late Line, aber du bist young at heart, ne? Du bist jung, young at heart and young at mind. Ja. Du bist jung geblieben, du bist ein Junggebliebener. Ich kann es aber nicht immer so rauslassen, aber gut. Wieso, wie äußert sich dein Alter? Hast du schon so Zipperlein und so? So Zipperlein, ja, so das ein oder andere. Man sagt ja ab 35, wenn man morgens aufwacht und einem nichts mehr wehtut, ist man tot, ne? Wie alt bist du? 30. 30. Aber mir tut auch morgens alles weh. Ich habe auch wahnsinnig schlimme Gebrechen und es kommt ab 30 schlagartig, der Verfall wird dann schlagartig greifbar, weil man dann auf einmal so ganz verrückte Krankheiten bekommt. Das kenne ich. Ja, was hast du schon alles gehabt? Ab 80 fährt man Wasserski. Also da geht's dann wieder. Ab 80? Ja. Ja, weil dann alles egal ist, ne? Stand immer früher beim Autofahren, ab 80 fährt man Wasserski. Aha. Interessant. Ich hab mir überlegt, dass ich ab 80 anfange, massiv Straftaten zu begehen. Also ganz schlimme. Keine Ahnung, was kratzt es einen 80-Jährigen, wenn er, keine Ahnung, seine Alte erwürgt? Der wird ja lebenslang ins Gefängnis, ist ja eigentlich keine Strafe, ne? Wir hatten als Pflegeheim. Wir hatten irgendwie jetzt einen mit Hammer, und 72, und seine Frau. Einer mit Hammer? Mit Hammer, seine Frau. 72 Jahre, hat seine Frau mit dem Hammer. Erschlagen? Ja. Oder überrascht. Mit dem Hammer überrascht. Hier, Schatz, mein Hammer. Das ist doch mal nett. So zum Frauentag ein Hammer. Er hat den Hammer aber bewusst auf den Kopf seiner Frau gehauen und dann die Frau ist, wir lachen darüber, aber es ist natürlich eine ernste Angelegenheit. Ja. Aber so ist es, ne? Ja, man kann seiner Frau auch zeigen, wo der so, Schatz, guck mal, da hängt der Hammer. Genau, da hängt der Hammer, Schatz. Hier hängt der Hammer. Dann sagt die Frau, ach, da hängt der Hammer. Da haben wir jetzt gar nicht dran gedacht. Hammer nicht Hammer, Hammer. Wie er da so steht mit seinem Hammer, Hammer. Also mit ab 80 fange ich an, Straftaten zu begehen. Das ist jetzt schon mal, können sich die Polizisten da unter euch schon mal in ihr Notizbüchlein reinschreiben. In 50 Jahren solltet ihr mal bei mir vorbeifahren, weil dann habe ich nichts mehr zu verlieren. Und wenn ich dann noch lebe mit 80, dann fange ich an, Leute umzubringen. Oh. Die ich immer schon mal umbringen wollte. Die meisten sind dann wahrscheinlich schon tot. Aber keine Ahnung, Leute, die ich dann nicht mehr, also auch nicht irgendwelche Promis, sondern aus dem privaten Umfeld, die mir nicht passen. Oh, da gibt es bestimmt welche. Was soll passieren? Ne? Sagt die Polizei, sie gehen jetzt in den Knast und ich sage, oh, schönen Dank, dann spare ich mir die Altersresidenz. Kriegt lecker was zu essen, einen Fernseher hat man, ja, wobei, ein Bett. Ja. Und dann braucht man auch keinen Notrufknopf. Genau, und wenn man hinfällt. Man ist zu alt, um vergewaltigt zu werden von seinen Mitinsassen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube schon. Ja? Ich glaube, man ist mit 80 bist du wirklich selbst für den letzten 15 Jahre eingesperrten Schwerverbrecher, Gewaltverbrecher, bist du da absolut uninteressant. Da bist du mehr so ein Weiser, da bist du wie Yoda oder so im Knast. Dark Vader, der ist wahrscheinlich auch schon sehr alt, aber dann glaube ich in der Beziehung auch etwas weniger interessant. Ja. Ich muss an dieser Stelle übrigens mal alle Leute grüßen, die uns gerade aus dem Knast zuhören. Es gibt nämlich, das ist vielleicht den normalen Zuhörern nicht bewusst, sehr, sehr viele Late-Line-Fans, die im Gefängnis sitzen, weil die natürlich, teilweise haben die keinen Fernseher und sind dann froh über so eine Radiounterhaltungssendung, die sie frei empfangen können. Und man hört uns jetzt also ich schätze mal, bestimmt so 10.000 Leute in deutschen Gefängnissen hören uns jetzt gerade. Grüße. Liebe Grüße, aber liebe Leute, die jetzt gerade einsitzen, hättet ihr mal nicht diesen Scheiß gebaut, ne? Man wird meistens erwischt als Verbrecher. Verbrecher sind, denken, dass sie nicht erwischt werden, aber meistens werden sie erwischt. Und wenn es mit 80 ist. Wenn es mit 80 ist, genau. Wenn es mit 80 ist. Christoph, worüber wollen wir denn jetzt heute reden eigentlich? Ein Thema, das mich seit Jahren umtreibt. Ja. Und ich habe eben schon die erste, als ich sagte, es geht um Pullover und Männer, ich greifen in der Regel, um sich dieses Pullovers zu entledigen, in den Nacken, ungefähr da, wo das Schild mit der Größe ist. Genau. Und ziehen diesen Pullover über den Kopf. Wenn überhaupt. Ich greife, wenn ich das jetzt mal versuche nachzumachen, ich greife an meinen Hosenbund und greife quasi am Bauch an den Pullover, ziehe ihn hoch und vorne dann rum. Vorne und dann mache ich es über Kreuz. Das ist die klassisch feminine Variante. Ja, ich bin aber auch, ich bin ja auch heimlich, ich bin quasi im falschen Körper geboren. Oh. Nee,
Du bist in Wirklichkeit ein 80-Jähriger. Ich bin wirklich eine 80-jährige Frau im Körper eines 30-jährigen Typen. Nee, warte, ich ziehe den Pullover so hoch und dann greife ich mir in den Nacken und ziehe das sehr ungelenk. Und auf jeden Fall, wenn ich einen Pullover ausziehe, ist er auf links gedreht und ein Arm ist auf rechts und einer ist auf links und das ist hinterher nur so ein Knäuel. Dann schmeiße ich das in den Wäschekorb und denke mir, ach, den wasche ich jetzt erstmal wieder, obwohl ich ihn noch anziehen könnte, weil er so durcheinander gewirbelt ist beim Ausziehen. Das ist die Kategorie schmutzig, könnte man aber nochmal anziehen. Genau. Und du meinst beobachtet zu haben oder meinst im Laufe deines 48 Jahre währenden Lebens herausgefunden zu haben, dass Frauen ihren Pullover anders ausziehen als Männer? Also rein so von der Häufigkeit so auch. Wo hattest du denn Gelegenheit, das zu beobachten? Also wie oft hattest du Gelegenheit, das schon zu beobachten? Du musst ja dann viele Frauen in deiner Gegenwart ihren Pullover ausgezogen haben, du geiler Stecher. Jetzt, wo du es so sagst. Jetzt, wo du es so sagst, fällt mir auf, dass in meiner Gegenwart viele Frauen ihren Pullover sehr oft ausgezogen haben. Sich quasi vom Leibe. Doch. Ja, nicht so richtig. Nee, aber sag mal, wie bist du denn darauf gekommen? Wann dünkte es dir zum ersten Mal, dass das Unterschiede gibt? Das fing alles damals im Sportunterricht an. Mhm. Nein, sag ich mal so, weiß ich was, so um die 20 rum, man unterhält sich und irgendwann fiel es mir in einem Gespräch mit einer netten jungen Dame, auf, als wir nämlich genau auf dieses Thema kamen und sie sagte, Männer ziehen ihren Pullover am Nacken aus und Frauen machen es über Kreuz. Ich weiß, ja. Es ist eigentlich unlogisch, weil Frauen ja Brüste haben vorne und dann, wenn man es über Kreuz macht, müssen die mit ihren, mit ihren gekreuzten Armen, müssen sie quasi relativ nah an ihrem Oberkörper lang fahren, um den Pullover ausziehen zu können, weil Frauen aber auch engere Pullover haben. Und die können das. Sie müssen zwangsläufig mit ihren Armen sehr eng über ihre Brüste fahren und sie so aus wie so Zahnpastatuben die Brüste nach oben ziehen, drücken. Es funktioniert, aber... Ich kann es nicht. Es macht keinen Sinn, eigentlich. Ja, vielleicht, weil Frauen es sexy finden oder sich quasi mehr Gedanken machen, wie sie einen Pullover besonders galant ausziehen. Und wobei Sinn gibt es ja gerade bei Bekleidung, bei der Geschichte, die Knöpfe. Rechts und links geknöpft. Dass Frauen anders geknöpft sind als Männer. Ja. Ne? Warum? Bei den Männern wusste ich schon länger, dass die rechte Hand sozusagen unter die Knöpfen durch, also die Knöpfe sind bei den Männern ja rechts, kann dann unter die linke Seite runtergreifen, um dann an die mittelalterliche Waffe ranzukommen. Was? Also sprich an den Degen oder so. Ist also uralt. Erklär nochmal, warum sind die Knöpfe bei Männern und Frauen unterschiedlich? Der Mann hat rechts, hat die Knöpfe auf der rechten Seite, deswegen ist der linke Teil hängt rüber. Genau. Und dann kann ich mit der rechten Hand unter die linke Seite runtergreifen zu dem Säbel, der auf der Seite ist. Ja, oder wenn man eine Schusswaffe bei sich trägt, trägt man die ja meistens auf der linken Seite, weil man als Rechtshänder quasi in das offene Hemd links reingreift. Genau. Meinst du wirklich, dass das der Grund ist? Das ist die langläufige Erklärung, wobei das bei den Damen so ist. Das finde ich ja total faszinierend. Das habe ich erst vor gar nicht allzu langer Zeit mal mitgekriegt. Bei den Frauen ist es so, die hatten Ankleidedamen. Die haben sich in der Regel dann, sonst auch nicht, aber die haben sich halt früher dann nicht selbst an die Knöpfe zugeknöpft. Und wenn jemand anders die Knöpfe zuknöpft, dann ist es besser, dass es andersrum ist. Wahnsinn. Und jetzt kommt noch die Schwierigkeit hinzu, was ist, wenn Frauen und Männer Linkshänder sind? Und einen Pullover tragen, dann brauchen sie keine Knöpfe. Oh Gott. Aber das ist ja sehr interessant. Da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es vielleicht echt an den Waffen liegen kann. Aber ich habe ja gar keine Waffe. Ja. Trotzdem. Ja, es ist, wobei sich so gewisse Sachen auch verändert haben. Nämlich? So beim Umgang. So früher eben mit der Waffe, weil der rechte Arm frei, deswegen die Dame geht auf der linken Seite. Ja. Das war früher so. Mhm. Damit der Herr den Waffenarm frei hat. Hat sich dann irgendwann total geändert. Dass jetzt Herren eher auf der linken Seite gehen und Damen auf der rechten Seite? Nee, die Herren gehen auf der Seite des, aber wahrscheinlich auch überholt und fürchterlich altmodisch, auf der Seite des Bordsteins. Das ist so, damit die Frau nicht, wenn ein Auto oder eine Kutsche vorbeifährt, nass gespritzt wird. Genau, und nicht, damit sie bei C und A oder Ernsting besser ins Schaufenster gucken kann. Das ist gar nicht der Grund, sondern der Dreck von der Straße. Sehr interessant. Wie meinst du, so kniggemäßig sollte man im Bett liegen? Wenn man ein gemeinsames Bett hat mit seiner Lebenspartnerin, wo sollte der Mann liegen und wo sollte die Frau liegen? Der Mann links oder die Frau rechts? Ach, links oder rechts meinst du jetzt? Gibt es noch andere Varianten?
Ja, es gibt noch übereinander und es gibt natürlich auch oben und unten. Aber klassisch ist ja das Ehebett mit zwei Matratzen oder einer großen Matratze und zwei Menschen liegen nebeneinander und zwar parallel. Idealerweise. Gibt Sinn. So, wo liegt, gibt es da eine Regel für oder ist dir da, hast du da auch schon mal Gedanken dazu gemacht, wo der Mann liegen sollte oder wo der Mann oft liegt oder meistens liegt und wo die Frau liegt und was das eventuell sogar auszusagen hat über die Beziehung dieses Paares? Oh, da gibt es bestimmt was zu. Also ich sage jetzt mal, wie also meine Einschätzung ist. Ich würde tendenziell eher sagen, dass der Mann links liegt und die Frau rechts. Ich habe so ein bisschen den Gedanken, die Fantasie, wenn ich die Geschichte so höre, die Situation, dass möglicherweise der Mann so sich hinlegt, dass er näher beim Eingang ist. Ja, oh, ja. Im Sinne der Schutzfunktion. Also ich liege gerne links im Bett, damit ich meinen Waffenarm frei habe, um den Baseballschläger und die Schrotflinte von links neben dem Bett zu greifen, um dann auf Einbrecher oder Kinder, die ins Schlafzimmer reinkommen, zu schießen. Und zur Sicherheit hast du vorher deiner Frau noch gesagt, wo der Hammer hängt, damit sie weiß, wenn dein Baseballschläger mal nicht da ist, wie sie sich verhalten könnte. Wie liegen homosexuelle Paare? Wer liegt parallel. Da wo? Parallel. Ich glaube, der Herr rechts. Ja, und bei Damen, man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass die ein gemeinsames Bett haben. Kann ich mir nicht, weiß ich nicht, ob das Sinn macht überhaupt. Was meinst du mit möglich? Ob das rechtlich, rein rechtlich möglich ist. Also jetzt nicht juristisch, sondern sagen wir mal Bettordnungsrechtlich. Also es ist eine Bettordnungswidrigkeit, wenn man falsch liegt. Es gibt ja eine Bettordnung in Deutschland. Bundesbettordnung. Das war ja schon, genau, das war nämlich, dass da schon früher gab es diesen alten Spruch Bett und Arbeit. Genau. Sollte man don't fuck in the office und schlaf nicht auf der Arbeit. Steckt den Füller nicht in die Tinte, irgendwie sowas, genau. Ja, steckt den Füller nicht, macht niemals den Füller mit Tinte voll, weil sonst wird der Boss sauer auf seine Frau. Genau. Ja. Genau. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du mir heute ein paar tolle neue Einblicke gewährt hast. Und vor allem sowas wächst sich ja gerne mal zu Neurosen aus, solche Beobachtungen. Jetzt kann ich wahrscheinlich mein Leben lang nie mehr durch die Welt laufen, ohne auf zum einen die Knöpfung bei Kleidern von Männern und Frauen zu achten und darauf zu achten, ob Frauen in meiner Gegenwart ihre Pullover über Kreuz oder über Kopf ausziehen. Und wer nun Rechts- oder Linksträger ist. Und vielleicht hat die Position eines Mannes im Bett auch was mit der Links- Johannes. Oder Rechts-, ja, ob er Links- oder Rechtsträger ist. Die Position des Mannes hat was zu tun mit dem Johannes. Kann durchaus sein. Also schlafen Linksträger dann eher links, weil das Glied quasi weggewandt ist von der Frau, oder schlafen sie dann eher rechts, damit das Glied hingewandt ist zu der das Frau? Das kann möglicherweise vom Grad der Erregung abhängen. Das stimmt, da sollten wir, wer da eine Meinung zu hat, ruft gerne an, 0800 80 5x5 hier in der Late Line. Ist alles möglich? Heute können wir über alles reden, denn es ist offenes Thema. Und Christoph, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Ich möchte dir ganz kurz deine Geilometer-Wertung noch präsentieren. Eine Sekunde. Eine ganz klare 10. Eine lupenreine 10, Christoph. Ich weiß gar nicht, was hier mit dem, wahrscheinlich weil die Batterie neu ist, springt es heute besonders hoch, das Geilometer. Oh, geil. Geil, Christoph. Schön, dass du angerufen hast. Einen schönen wünsche ich dir. Gruß nach Bremen. Ciao, Sie. Tschüss. 0880 5x5 ist die Telefonnummer und ihr könnt gerne Mail schreiben an talk@lateline.de oder auf lateline.de Blogkommentare hinterlassen. Es schreibt mir Laura. Sie ist 14 Jahre alt. Nichtsdestotrotz lese ich mal kurz ihre Mail vor an talk@lateline.de. Hallöchen, ich höre gerade die Late Line, was auch sonst. Es ist echt schwül und ich kann nicht schlafen. Kannst du vielleicht für meine Freundin Luise und die restlichen Leute aus meiner Klasse grüßen? Die hören nämlich auch gerade die Late Line. Das mache ich natürlich nicht, denn Grüße sind der Feind des Hörers. Immer donnerstags hören wir beide die Late Line und tratschen dann am Freitag über die Anrufer. Das ist lustig. Deshalb finde ich die Idee mit der Bewertung der Anrufer eine ziemlich gute Idee. Eigentlich wollte ich anrufen und meine Freunde selbst grüßen, aber dann würde ich meine Eltern wecken. Irgendwann rufe ich dich mal an, ja? Bis dann, Grüße aus Hohnsdorf von Laura. Laura, nein, bitte ruf mich nicht an. Bitte, bitte ruf mich nicht an. Niemals. So, zumindest in den nächsten 4 Jahren nicht. Jan Felix aus Uelzen ist in der Leitung. Hallo Jan Felix. Hallo Jan, grüß dich. Oh, was klingst du so wie so ein Sittenstrolch?
Du meinst, ich bin ein Sittenstrolch? Nee, du klingst so wie ein Sittenstrolch. Die kommen eher weiter aus dem Norden, ne? Conny von Böttcher. Oder wie wir gehört haben, jetzt aus Österreich. Also Bützen ist da ganz unfair, naja. Er heißt nicht Conny von Böttcher, er heißt Christian von Böttcher. Das ist für diejenigen, die keine Zeitung lesen, das ist der Mann, der sich eine 16-jährige Bumsmaus organisiert hat über Facebook und sich mit der 2 Tage lang im Steigenberger Düsseldorf eingeschlossen hat und hinterher gesagt hat, das sei Liebe. Ja, und hinterher sagt, das wäre alles eine Intrige gewesen. Das eine Intrige. Mhm. Also, dass er mit der im Bett war auch schon eine Intrige. Ob er im Bett oder daneben, man weiß es nicht. Weißt du, ich frage mich wirklich, wie das angehen kann, dass ein 40-jähriger Mann sich, ja, was habe ich letzte Woche ja schon mal gesagt, dass ein 40-jähriger allen Ernstes glaubt, dass mit einer 16-jährigen, also ich meine, es ist, natürlich ist das möglich, aber das, ich glaube, es ist nicht viel Liebe. Es ist, glaube ich, sexuelle Begierde bei ihm. Er findet es einfach total geil, so einen 16-jährigen Hüpfer auf dem Schoß zu haben. Und sie findet es einfach wahnsinnig interessant, den potenziellen nächsten Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein zu bumsen. So. Tja. Im Steigenberger wahrscheinlich. Beeindruckt das auch noch 16-Jährige, dass man im Steigenberger absteigt. Absteigenberger. Und ihm war möglicherweise jetzt Satire, man muss das ja kennzeichnen, 16 Jahre lang Erfahrung, Parkplatz, Sex und so weiter, anonym mit irgendeiner schwarzen Maske auf dem Kopf, vielleicht auch irgendwann zu langweilig. Ja, das ist jetzt Mutmaßung, was du da jetzt von dir Satire, hast, ne? Satire. Satire funktioniert im Radio nicht. Satire funktioniert nicht und Ironie auch nicht, ne? Man hört das nicht immer. Ja, ja, oh scheiße, falsches Medium. Naja, so ist das Leben. Ich bin zu verliebt. Ja, es war wohl Liebe. Ich glaube, es war Liebe. Mhm. Mhm. Okay. Ja, Jan-Felix, aber wir reden nicht über Liebe. Sag mal ganz kurz, ich muss mal das Fenster öffnen hier, weil oder den Ventilator wieder anmachen, das ist nämlich wahnsinnig heiß. Bleib mal kurz in der Leitung bitte, ja? Ich bin hier im Raum. Ja, sicher. Bleib mal bitte in der Leitung. Hörst du mich noch? Ja, du hörst mich noch. Ja, klar. Mach kurz den Ventilator an. So, hörst du mich noch? Jetzt geht's. Ah, und jetzt bin ich wieder. Hast du mich gehört? Oder war ich kurz weg? Nee. Ja, gut. Oh, da bin ich, ist nämlich so wahnsinnig heiß hier in diesem Studio. Ich weiß gar nicht, warum die sich keine Klimaanlage leisten können. Die zahlt doch genug Gebührengelder. Tja, so ist das im Öffentlich-Rechtlichen. Peinlich. So, auf der Alm ist mit Sicherheit gut klimatisiert. Oh, das ist eine tolle Überleitung. Du möchtest gerne über die Alm reden. Ja, nicht nur. Ich gucke die Alm ja nicht. Ich gucke nur Qualitätsfernsehen, sowas wie Metropolis auf Arte, historische Ereignisse auf Phoenix, TTT am Sonntagabend. Mehr aber auch Monitor nicht, ne? Nach Plasberg. Ja, mehr aber auch nicht. Versehentlich? Versehentlich wahrscheinlich. Nee, überhaupt nicht. Aber ich kriege ja genug Informationen. Der Berufsintellektuelle, der ich ja bin, kriegt alle Informationen ja über seine Startseite, bild.de. Und da kriege ich mit, wer der Checker ist und dass der Herr Lambi nicht nur Börse macht, sondern auch Tanzlehrer ist. Ja. Und dass Gina Lisa mit Luna und mit wem auch immer und dass es da irgendwelche Pornos gibt. Das kriege ich alles über bild.de mit. Das ja, ich möchte an dieser Stelle scharf verurteilen, dass deine Startseite bild.de ist, du Lump. Ja, aber macht mein Arbeitgeber. Ach so, wo arbeitest du denn? Bei Springer? Ich bin freiberuflich. Freiberuflich bei Springer tätig? Nee. Nee, bei mir. Was heißt denn freiberuflich? In welcher Richtung ungefähr arbeitest du freiberuflich? Ja, ich bin Aktionskünstler. Aktionskünstler. Kann ich was mit anfangen? Bin ich auch, manchmal. Ja, deswegen dachte ich, wir verstehen uns. Mhm. Das heißt, du läufst manchmal nackt durch Fußgängerzonen und pöbelst Rentner an oder sowas, oder? Ja, ich gehe durch die Städte, durch ganz Deutschland und frage die Leute, ob sie verliebt sind. Da reagieren sie sehr perplex drauf. Ach so, interessant. Ja, so, und jetzt hast du versehentlich also mal über die Alm nachgedacht. Ja, und zwar eben auch vor dem Hintergrund, dass das ja anscheinend Quote bringt, dass vorher so gescriptet wird, ähnlich wie Verdachtsfälle. Genau. So, oder Vera ins Wen, das lese ich ja auch alles. Was da so passiert, dass man Quote damit macht. Und ich sehe ja, dass bei Tage und so weiter die Quote runtergeht. Absolut. Und da habe ich mir Überlegungen gemacht, wie kriegt man dort die Quote besser hin? Oh, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ich meine, Kachelmann wollen sie ja nicht ins Wetter schicken, das wäre Quote. Das wäre Quote und das ist wirklich fahrlässig vom ersten deutschen Fernsehen. Muss ich an dieser Stelle mal sagen, liebe ARD-Bosse, dass der Kachelmann immer noch in der Schweiz sitzt und twittert, anstatt dass er bei uns im ersten wieder das Wetter macht, ist für mich völlig unverständlich. Völlig unverständlich. Er sollte quasi am besten, wenn er das irgendwie, wenn die ARD das hinbekommt, quasi während er mit einer blonden Frau, die mit geluftetem Strickkleidchen auf dem Fotokopierer liegt, Geschlechtsverkehr hat, sollte er das Wetter moderieren. Und das wäre mal ein Quotenhit. Oder er ist nur gekleidet in so einer Metallweste, in so einem Genau, Metallhemd. Genau. Ja.
So. Und was meinst du, wie könnte man jetzt, ich finde es natürlich aus eigenem Interesse wahnsinnig toll, dass du dich dafür engagierst, dass das erste deutsche Fernsehen auch gerade bei jungen Leuten wieder erfolgreicher wird. Ich bin mal sehr gespannt, was ist jetzt deine Idee, Jan Felix? Ja, also das war ein Gedankensprung. Ich dachte erst, wer ist denn da so Moderator bei den Tagesthemen? Sollen jetzt Jan Hofer und Karin Mioska mit einer versteckten Kamera irgendwie auf der Toilette gefilmt werden? Ich meine, das wäre alles uninteressant. Das wäre billig. Das wäre billig. Ja. Sollte man die Tagesthemen nicht einfach als Satire kennzeichnen, wenn die da jetzt täglich immer sagen... Jan Felix, wir haben eine Verkehrseinmeldung. Einmal ganz kurz, stopp bitte. Achtung Autofahrer, hier ist der Enjoy Verkehrsservice mit einer Einmeldung für die AA23 Hamburg Richtung Heide. Zwischen Scharfstedt und Albersdorf-Mehldorf besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Bitte fahren Sie dort äußerst vorsichtig. Auf der A23 Hamburg Richtung Heide. Zwischen Scharfstedt und Albersdorf-Mehldorf besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Weil es denn so Radiomoderatoren sprechen, ne, damit die Leute sich nicht so sehr erschrecken. Das ist ja hier keiner. So. Dann jetzt, also man sollte die Tagesthemen als Satire kennzeichnen. Ja, was ist das denn, wenn wir jetzt täglich hören, dass die Leute den Euro retten wollen? Das ist doch Satire, oder? Ja, oder wie man heute sehen musste, dass auf einmal sich Menschen einschalten wie Helmut Kohl, Helmut Schmidt und Wolfgang Schäuble und dass die sich komplett, dass quasi die drei großen Wirtschaftsgranten sind und die Leute, auf die es alle hören sollen. Und das sind komplett drei, ich sag mal so, Männer, die... körperlich gewisse Einschränkungen haben. Es war sehr lustig, in einem Beitrag Helmut Kohl, Rollstuhl, Helmut Schmidt, Rollstuhl, Wolfgang Schäuble, Rollstuhl zu sehen und die uns dann erklären, wie es funktioniert mit dem Euro. Ne? Also, was nicht heißt, dass Menschen im Rollstuhl sitzen, keine Ahnung haben, aber es war doch bizarr, dass wir jetzt. Du willst damit sagen, um das ins Videospiel zu übertragen, als Metapher, wenn das die Endgegner sind, dann spielst auch du dieses Spiel. Ja, absolut. Beziehungsweise, wie steht es um ein Land, dessen Wirtschaftsweisen zum einen 90, zum anderen Schlaganfallpatienten und zum dritten sozial gewisse Defizite haben? Und Hunderttausende in irgendwelchen Koffern verschwinden ließen. Und genau, das habe ich natürlich noch vergessen hier. Felix, bist du wirklich 21? Du weißt ja Sachen, die ein normaler 21-Jähriger nicht wissen. Bist du hochbegabt? Bist du Mensa-Mitglied? Nein, ich bin mit 3 Jahren gezwungen worden, den Spiegel zu lesen. Mit 3 Jahren? Ja. Was hast du für Eltern? Ja, ganz schlimm. Das muss dieses linksliberale Pack sein, das Jan Fleischhauer auch angreift, zu Recht. Oh, noch eine Einmeldung. Apropos, entschuldige, ganz kurz. Achtung Autofahrer, hier ist der Verkehrsservice nochmal mit einer Einmeldung für die A1 Hamburg Richtung Bremen zwischen Sittensen und Buckel. Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn auf der A1 Hamburg Richtung Bremen zwischen Sittensen und Buckel. Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Vorsichtig fahren, bitte. Du bist auch Jan Fleischhauer-Fan. Guck mal, da können wir mal gemeinsam eine Facebook-Gruppe gründen. Ich bin auch riesen Jan Fleischhauer-Fan. Ja, und Sascha Lobo. Hast du das Video gesehen? Sascha Lobo. Ja. Der Sascha Lobo, und ich kenne sie, hast du ja auch interviewt, ne? Ja, Sascha Lobo ist der Sebastian Krumbiegel der deutschen Twitterer. Ich finde Sascha Lobo und Jan Fleischhauer sehr gut. Ja, gut. Also, wobei Sascha Lobo finde ich ein bisschen langweilig. Er ist eher der Phil Collins der Internetszene. Fehlt nur, dass er jetzt demnächst irgendwelche Internetmusicals macht. Aber okay. Ja, aber da reden wir über Sascha Lobo. Ja, dann bitte, also weiter. Jetzt kommen wir langsam zu deinem Plan. Ich habe ihn noch nicht ganz verstanden, aber du hast auf jeden Fall einen Plan. Also, wenn RTL 2 beispielsweise Frauentausch macht, bin ich der Meinung, das Erste macht Moderatorentausch. Sehr gute Idee. Wer moderiert? So, anstatt Maischberger, wenn der Helmut Schmidt da ist, macht das Alida Kuras. Und Alida Kuras stellt dann in ihrer bräsigen Art und Weise Helmut Schmidt die Frage, ob denn auch Helmut Schmidt der Meinung ist, dass der Hot Button oder dessen Nachfolger in der Lage ist, Deutschland und Europa zu retten. Ja. Und Helmut Schmidt wird sagen, als ich mit Giscard d'Estaing und mit den ganzen anderen schlauen Leuten über Buttons gesprochen habe, da gab es sie noch gar nicht. Genau. Was erlauben sie sich? Genau, sehr gut. Sehr gut. Das klingt schon mal verführerisch. Ich frage mich nur, ob Alida Kuras Zeit hat. Die hat ja jetzt nach dem Ende von 9 Live sicherlich einiges zu tun. Und die Frage ist, da macht Jürgen Milski. Jürgen Milski, ja, der ist aber auch ausgebucht. Ich würde eher so auf... Thomas Gottschalk. Soll auch kommen. Ja, Thomas Gottschalk. Oder du. Ja, ich habe leider auch keine Zeit, ich muss schlafen. Und Thomas Gott, das ist übrigens auch, sag mal, diese Internetshow, das hat mich ja als ARD-Zuschauer, bei mir ist ARD auf allen Sendern von 1 bis 9, habe ich ARD, wenn ich quasi von 1 bis 9 durchschalte, ist ARD. Bei mir bis 12, bis 13 kann ich nicht zählen. Ja, und für mich als ARD zum einen Mitarbeiter und zum anderen natürlich größter ARD-Fan alive, habe ich mich sehr gefreut, dass jetzt ein geschätzt 67-jähriger Zweithaarträger mir vor der Tagesschau um 19.30 Uhr das Internet erklärt ab sofort und so eine Twitter-, Facebook-, Multimedia-Show macht. Das ist genau was für mich. Ich werde da jeden Tag vorhängen und twittern, dass die Schwarte kracht.
Tja, der Tommy. Der Tommy. Der weiß, wie es geht, ne? Vielleicht macht doch Detlef die Soße, den hatte ich aber eigentlich vorgesehen fürs Wetter. Bei Kachelmann wollen sie ja nicht. Und bam, Detlef die Soße. Genau, der tanzt jeden Tag das Wetter des Folgetages in einer ganz interessant geplanten Choreografie zusammen mit Anne Will, die ja geschafft wurde vom Sonntag, und Günther Jauch, die sich dort dann auch vertragen werden. Also im Wetter, Günther Jauch. Tanzend im Wetter vertragen werden. Ja, quasi Waldorfschule für Erwachsene. Die tanzen nicht ihren Namen, sondern ihr Wetter. Du, der Julius schreibt mir gerade über talk@lateline.de, dass Kachelmann jetzt wohl bei YouTube ist. Ich werde das jetzt direkt mal eingeben hier in die... Ja, bei YouPorn habe ich ihn jetzt eher vermutet, aber okay. Ja, weiß ich. Du Schlawinerchen, warte mal. YouTube, Wetter Kachelmann ist er da. Und er macht Wetter. Er hat abgenommen. Oh, aber er versucht mich direkt mit Werbung hier. Vorher gibt es einen Werbespot in 19 Sekunden. Macht da Werbung? Beate Uhse oder wer? Ich guck mal kurz, wer Werbung macht. Es ist auf jeden Fall Höchstleistung, wenn es drauf ankommt. Oh. L'Oréal Paris. Oh. Macht Werbung. Paris ist nicht schlecht. Stadt der Liebe, ne? Ja, auch. So, lassen wir kurz die Werbung abwarten. Ich will einmal kurz Jörg Kachelmann sehen. Ihr könnt es jetzt leider nicht hören, liebe Late Night Fans. Aber jetzt, ich werde euch das quasi kommentieren, was Jörg Kachelmann jetzt bei YouTube macht. Der weiß, wie es geht, ne? Da ist er. Ja. Steht von der weißen Wand, Raufaser, hat eine offene Trainingsjacke und hat auf einem DIN A4-Blatt mit Edding was geskribbelt. Er sieht ganz okay aus, ein bisschen unausgeschlafen. Und ich weiß gar nicht, warum er das macht. Wahrscheinlich ist er als Fernsehmoderator in so einem Modus drin, dass er gar nicht anders kann, als einmal am Tag so ein vor einer Kamera irgendwas abzusetzen. Ne? Vielleicht ist er auch diese Blue Box und er steht da gar nicht. Sondern Hans Sapai oder so. Oder irgendein anderer abgeheifelter Fußballspieler. Jan-Felix, waren das jetzt eigentlich schon alle Rettungsvorschläge fürs erste deutsche Fernsehen? Das heißt Rettungsvorschläge? Es läuft ja prächtig, nicht. Aber um junge Leute überhaupt daran nicht. Zu karren und Quote zu machen. Also beispielsweise fände ich es gut, Brennpunkt kommt ja jetzt jeden Tag, aber dann nicht für so einen Scheiß wie Libyen und Gaddafi. Ja. Ist kalter Kaffee. Ich hätte erwartet, dass heute Gerhard Delling oder Reinhold Beckmann einen Brennpunkt zum Thema Philipp Lahm moderieren. Ja? Absolut. Das interessiert ja die ganzen jungen Leute. Letztlich, Philipp Lahm ist ja letztlich quasi der Gaddafi des deutschen Fußballs. Nicht nur. Aber das könnte auch mit Saddam Hussein vergleichen. Was ist denn da los, mein Gott? Der hat ja, dass Philipp Lahm im Keller derart viele Massenvernichtungswaffen in Form von rhetorischen Keulen eingelagert hat, das hätte ich nur nicht gedacht. Der hat doch einen Realschulabschluss, da habe ich mich eh gewundert, warum er ein Buch schreibt und vor allem wie. Ja, angeblich hat das ja irgendein Österreicher für ihn geschrieben. Ach so. Ja. Wobei ich übrigens nicht sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Realschüler keine Bücher schreiben können oder sollten, ganz im Gegenteil. Wollte was anderes sagen, das konnte ich aber nicht so richtig ausdrücken. Also das hat mich. Okay. Hast du das Buch denn gelesen oder bist du einfach nur wie bei Büchern von Charlotte Roche quasi auf dem Kommt doch erst am Montag raus, kommt doch erst am Montag raus. Ah. Und ich gehöre nicht zu diesem auserwählten Kreis, der das vorher bekommt. Wenn du da was drehen kannst, bitte. Anscheinend nicht. Also Philipp Lahm legt sich mit allen an. Entschuldige. Was wolltest du sagen? Ja, wir können auch Bettina Schausten mit Hans Sapai im Celebrity Deathmatch anbieten oder irgendwelche anderen lustigen Leute. Lothar Matthäus und Christian von Bötticher moderieren demnächst das literarische Quartett im zweiten. Das wäre ja auch etwas. Die haben ja zumindest eine ähnliche Zielgruppe. Ja, oder ja. Christian von Bötticher wird zusammen mit Lafay im Big Brother Container eingesperrt und man guckt, was passiert. Ja, Lafay ist zu alt. Stimmt, ich weiß, das ist so die letzte 16-Jährige, die ich noch so in meinem Medienbrain habe, wo ich gedacht habe, die ist 16, aber ist ja gar nicht mehr 16, ist ja mittlerweile auch wie 37 oder so, wie Blümchen. Ja. Was macht eigentlich Blümchen? Ich weiß nur, dass sie mal mit Costa Cordales Sohn zusammen war, mit dem das erste Mal. Mit welchem? Ja, Schweinkram, das weiß ich nicht. Wer ist Costa Cordales? Ist das nicht der Bruder von Muhammad al-Gaddafi, zumindest so rein optisch? Auf jeden Fall der erste Sieger im Dschungelcamp, glaube ich. Ne? Ja, heute Abend, Ober Bayern, Ober Bayern. Großer Mann. Du, mein lieber Jan-Felix, ich merke schon, das Gespräch fängt an zu plätschern, deswegen lass ich mal das Geilometer laufen, ja? Ja, gut, bitte. Warte, Achtung. 11 Punkte. Ich fasse es nicht. Heute ist ja Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Ja, 11 Punkte auf einer Skala von 1 bis 10, wie du das gemacht hast, du. Das war Doping. Oh. Doping. Blutdoping. Ja, ich war in den Höhen von Uelzen heute und habe mir ein bisschen Blut abnehmen lassen. Uelzen und heute Abend. Ja, sicher. Und mir heute Abend wieder ein Spritzen. Sag mal, wie heißt bei euch in Uelzen eigentlich der Stadtteil, der Edelstadtteil für die besonders gut Begüteten?
Keine Ahnung, da komme ich ja, also ich bin ja erst seit 2 Wochen hier. Wieso? Naja, ich habe hier begonnen, mich niederzulassen. Begonnen, dich niederzulassen? Dauert ja wohl ein bisschen, bis wohl hast du einen großen Arsch, was länger dauert, bis der sich niedergelassen hat. Ja, zum Glück siehst du mich nicht. Ja, das ist zum Glück. Manchmal. So weit reichen deine Augen. Ja, nein, die Augen sind nicht groß genug, um durchs Radio zu gucken. Ja, ja, genau. Nein, ich wohne erst seit 2 Wochen in Uelzen, kam vorher aus Bochum. Wunderschön Bochum. Bochum. Ja, hab da meine Lehre fertig gemacht als Lackierer und beginne jetzt hier. Sehr gut. Freiberuflich. Ja? Freiberuflicher Lackierer. Ja, warum denn nicht? Sehr gut. Das freut mich. Jan Felix, ich bedanke mich recht herzlich, dass du angerufen hast. Das war eine Bereicherung für meine... It was a pleasure. Very it was a pleasure meeting you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. That was Jan Felix. Please call at the late line. It's 0800 80 55 55 55. 0800 80 5 mal die 5. Oder schreibt in unser Late-Line-Blog. Und Blümchen spielt am Theater in Berlin. Meint Sono herausgefunden zu haben. An welchem Theater denn? In der Augsburger Blümchenkiste? Oder, nee. Wo spielt denn, an welcher Theaterintendant in Berlin ist denn so verrückt, Jasmin Wagner alias Blümchen auf die Bühne zu lassen? Ich dachte, die ist Sängerin und nicht mal das konnte sie so richtig. Dann Eurobonds schreibt Koras? Fragezeichen. Hat die nicht den Ohne Sorg erschossen? Ja, richtig, Alina Koras hat Benno Ohne Sorg erschossen. Der hat dann daraufhin die RAF ausgelöst. Das kann man schon so sagen, dass Alina Koras, die ehemalige 9-Live-Moderatorin, schuld am deutschen Herbst und an vielen, vielen Toten, die alle unschuldig waren, ist. So, jetzt haben wir den Daniel und den Hannes in der Leitung. Ein Duo. Ja, schönen guten Morgen. Moin, moin. Männerfreundschaft, kann man sagen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Oh. Wo erwischen wir euch denn gerade? Wie müssen wir euch eure Radio-Hörsituation vorstellen? Also unsere Radio-Hörsituation ist gerade, wir sitzen gerade am Strand und gucken gerade auf Stralsund. Nein. Ihr guckt auf Stralsund? Ja. Und was seht ihr, wenn ihr auf Stralsund guckt? Was wir sehen? Wir sehen die Rügenbrücke und die Werft. Brennt die Stadt? Ja, die brennt. Der Feuerschein von Stralsund am Horizont. Die Stadt brennt. Ja, und wieso, warum? Also es ist einfach Sommerwetter, ihr sitzt an der Ostsee, ihr chillt ein bisschen, habt irgendwie einen Haschisch euch in die Nase gespritzt. Ganz ehrlich, du weißt schon, du weißt schon, wo Stralsund liegt, ne? Ja, ganz an der Ostsee. In der Ostsee, genau. In der Ostsee, Stralsund ist in der Nähe von Polen. In der Nähe von Polen. Das sind auch 2 Stunden bis nach Polen. Ja, aber näher als Köln aber zum Beispiel an Polen dran. Nein, es ist am Bodden und also, ist schon schön. Worüber wollen wir denn eigentlich reden, ihr zwei Süßen? Seid ihr halbnackt oder seid ihr ganz nackt und habt interessante Erfahrungen mit euren Körpern oder was ist da überhaupt los? Ja, wir sind total nackt. Nee, nein, natürlich nicht. Warum nicht? Ich meine, ihr seid alleine, ist es Nacht. Wann, wenn nicht jetzt, solltet ihr nackt sein und mal ein bisschen rumexperimentieren? Nein. Rumexperimentieren, das ist richtig. wollen dich eigentlich mal ein bisschen fragen, was du halt so machst. Ja, ich muss nur arbeiten. Das ist eigentlich das Thema. Nee, wir wollten dich eigentlich mal fragen, eigentlich mal, was wir wissen wollten, womit verdienst du eigentlich so dein täglich Brot? Ja, wo ich mein Geld verdiene. Also da ich ja kein Geld hierfür bekomme, muss ich ich arbeite als Touristentätowierer und bin Mietnomade. Also ich miete mich in viel zu teuren Wohnungen ein und zahle dann die Miete nicht und warte, bis mich Vera Entwehen da rausholt. So kann ich mir meine teuren Wohnungen leisten, die natürlich die ganzen Stewardessen beeindruckt, die ich immer zum Bumsen am Wochenende nach Hause hole. Und spätestens, wenn Vera Entwehen vor der Tür steht, mache ich mich vom Acker und gehe woanders hin. Meine vollgekackten Toiletten und alles nicht sauber gemacht und überall liegt Müll rum und gestapelte Nudel, 5-Minuten-Terrinen-Becher, leere 5-Minuten-Terrinen-Becher in der Diele. So sieht's aus. Womit verdient ihr denn euer Geld? Womit wir unser Geld verdienen? Ja, ihr seid noch Schüler, oder? Also, womit wir unser Geld verdienen, Mensch, du, das ist gar nicht so wichtig. Ja, wieso, warum nicht? Ist das geheim? Ja, Mensch, das ist geheim, aber naja, Mensch, naja, ist ja, wir verdienen unser Geld.
mit ehrlichen Berufen. Ah ja, ich merke schon, da kommt nicht viel. Ich mach mal so. Oh, das ist eine 5 auf dem Geilometer. Das war nicht schlecht. Ich wünsche euch noch viel Spaß am Strand in Stralsund und ich hoffe, dass ihr heute Abend noch Dinge erfahrt, von denen ihr noch lange reden werdet, rein körperlich. Ach komm, ey, warte mal ganz gestoppt, bevor du jetzt auflegst. Ja. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich habe mal vor 3 Monaten schon mal angerufen. Da habe ich nicht zugehört, bestimmt. Natürlich, waren bei dir. Wir waren bei dir mit Daniel und Hannes. Wir haben dir sogar einen Song vorgespielt, Alter. Ich kann mich nicht erinnern. Ich hör bei keinem Anrufer zu. Also außer bei Frauen, von denen ich glaube, dass sie gut aussehen. Was aber auch meistens eine Täuschung ist, weil die meisten Frauen, bei denen man denkt, dass sie gut aussehen, am Telefon eigentlich nicht gut aussehen. Scheiße. Tut mir leid, aber schön, dass du trotzdem nochmal angerufen hast. Beim nächsten Mal eine geilere Geschichte überlegen oder eine Gitarre rausholen oder halt erzählen, dass man gerade mit einer riesen Erektion am Strand liegt und das erste Mal Sex haben möchte in meinem Beisein mit einem anderen Mann. Alter, du, oh meine Fresse, Alter. Okay. Komm. Hau rein, ne? Mach. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Gruß nach Stralsund. Stralsund, schöne Gegend. Schöne Stadt. Die Ostsee auch toll und überhaupt der Sender, der da läuft. Enjoy. Enjoy the music. 0800 805 mal die 5 ist die Telefonnummer. Nüschel schon etwas. Markus ist aus Bremen in der Leitung, 37 Jahre alt. Hallo Markus. Guten Morgen oder guten Abend. Bist du es, Ingo? Ja, ich bin's. Nein, Ingo. Ja, ich bin's. Oh, Ingo. Wie geil die dat? Wie geil dat gut? Wie geil die dat? Mir geht's auch ganz gut. Ingo, dass du nochmal anrufst. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich habe so viele Fragen an dich. Ich weiß. Eieiei. Ingo, wie war's bei Brit? Sehr gut. Ingo, ganz, du warst zu Gast bei Brit? Genau, obwohl die eigentlich Babypause hat, aber sie zeichnet immer noch auf. Hochschwanger? Sie ist schwanger, sie wird in der nächsten Zeit ihr Kind kriegen. Vielleicht in der Sendung? Möglich ist alles, ne? Ja, wie war's denn? Was war denn das Thema überhaupt? Du warst bei Brit zu Gast als Talkshow-Gast und was, worüber musstest du sprechen? Na, über Arbeit, ne? Über Arbeitslose, die nicht arbeiten wollen. Und du bist dagegen, dass Arbeitslose arbeitslos sind? Nein, ich bin dagegen, dass Leute, die nicht arbeiten wollen, Sozialhilfe bekommen. Ja, das dass stimmt. Die Stütze bekommen. Ja, und gab's da richtig Krawall bei der Brit in der Sendung? Oh, du hättest das sehen müssen. Ich habe die richtig fertig gemacht. Ich habe gesagt, euch müsste man die Stütze nehmen und euch dürfte man überhaupt gar kein Geld mehr geben und ihr seid zu faul zu arbeiten und ihr wollt ja lieber von Gevatter Staat leben und die Leute ausnutzen. Mhm. Das System ist für solche Leute wie euch nicht da. Wie viel Geld hast du dafür bekommen, dass du das alles sagen durftest? Das sage ich lieber nicht. Warum nicht? Das höre ich. Ich sage dir auch, wie viel Geld ich hier bekomme. Nee, da rede ich nicht drüber, über Geldgeschichten. Komisch, dass man in Deutschland nicht über Geld redet, ne? Ja, das fällt mir auch auf. Wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir gesundheitlich? Mir geht's ganz gut, danke der Nachfrage. Ja, und was heißt das, wie sieht's aus mit den Krankheiten? Sind die eingedämmt, Medikamente nimmst du oder was ist los? Nö, gar nicht, ich bin vollkommen gesund. Und du nimmst keine Medikamente gerade? Derzeit keine Medikamente, gut. Nö. Gut zu wissen. Wie läuft es beziehungsmäßig bei dir? Ja, mit meinem 39-jährigen Freund, der ist schon seit Monaten nicht mehr gekommen. Der sagt zwar einmal, er kommt und will mal wieder mit mir hobeln, so wie man so schön sagt. Ja. Ne? Aber ja, der hat immer Ausreden parat. Dann ist er gerade bei einem Umzug oder er ist gerade nicht in Bremen oder hat irgendwie was anderes am Laufen. Das heißt, Ingo, du bist immer noch in einer Fernbeziehung, steckst du immer noch? Genau. Ihr habt euch übers Internet kennengelernt? Über den RTL-Chat und über Knuddels habe ich ja auch Leute kennengelernt. Ja, und übers Internet. Über Knuddels bin ich ja momentan nicht mehr. Warum nicht? Weil es dir zu uncool geworden ist oder weil du zu viele Fans hast mittlerweile? Ich wollte eine eigene Facebook-Gruppe eröffnen. Das habe ich die nächsten Tage mal vor. Mhm. Und zwar wollte ich mich registrieren unter Ingo HB. Wollte ich mich registrieren. Ja, das ist bei Facebook aber nicht so möglich. Da musst du ja deinen Vornamen und deinen Nachnamen eingeben. Gebe ich einen falschen Vor- und Zunamen ein? Die müssen ja nicht wissen, sonst wissen die Leute ja, wie ich mit Nachnamen heiße. Das stimmt, Ingo. Ich darf dir noch sagen, Finger weg von Jungs, die jünger sind als 16 Jahre. Das ist ganz wichtig. Aber immer doch. Ne, ganz wichtig, das hast du ja schon mal öfter gesagt, dass du dir mal versehentlich mal einen Perso nicht hast zeigen lassen
dass da mal teilweise ein bisschen Jüngere mit dabei waren. Und das ist natürlich nicht legal und das sollte man nicht machen. Ja, aber sag mal, was ich gerne mal gewusst hätte, ne? Ja. 16 soll ja angeblich okay sein. Ich kenne zwar nicht so einen 16-Jährigen momentan, aber manche sagen, 16 ist okay, manche sagen wieder, es ist nicht okay, ein Dritter redet wieder so, ich weiß gar nicht mehr, warum denn nicht zum Beispiel einen 30-jährigen Asiaten, der aussieht wie 14? Ich habe bei Bremen.de eine Kontaktanzeige aufgegeben. Ich glaube, die steht da noch drin. Dass du gerne einen Älteren hättest, der aber aussieht wie 14? Ab 18. Steht ab 18 drin. Das ist aber wirklich sehr, sehr rechtsbewusst. Da hast du wirklich steht mal ab 18 drin. Ja, das ist auch richtig so. Und ich kann ja auch gerne mal, wenn die Leute mir schreiben wollen, meine E-Mail-Adresse durchgeben. Nee, Ingo, lass mal bleiben, weil das kann ja sein, dass du jetzt irgendeine Mail-Adresse von jemandem durchsagst, der gar nicht du bist. Und dann das gibt's natürlich... Das ist meine E-Mail-Adresse. Nee, Habe ich letztens bei Caro auch durchgesagt. Ja, warte mal ganz kurz. Jetzt, wir haben eine Einmeldung, Ingo. Wir haben eine Einmeldung. Sekunde. Achtung, Autofahrer. Auf der A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Bad Nenndorf und Launau Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Bitte vorsichtig fahren. Das war eine Eilmeldung, musste ich kurz vorlesen, Ingo. Eilmeldung geht vor. Das stimmt, das geht vor. Was hältst du denn eigentlich vom derzeitigen Fernsehprogramm, wenn ich das mal kurz fragen darf? Weil das ist ja so ein bisschen, wie immer in der offenen Themennacht, so unser kleines Subthema. Die Alm zum Beispiel, bist du da Firmen? Weißt du, kennst du dich da aus, Ingo? Nee, ich weiß nicht. Nur, dass da momentan immer wieder Wiederholungen laufen und das schlaucht ganz schön. Also das geht mir schon ganz schön auf die Nerven, sage ich mal. Wie läuft es eigentlich beruflich bei dir? Was machst du gerade jobmäßig? Ich mache zurzeit eine Ausbildung als Tischler und Schreiner. Aber du bist 37 Jahre alt. Ist es nicht ein bisschen spät für eine Ausbildung? Naja, als Langzeitarbeitsloser, da ist es zwar schwierig, einen Job zu kriegen, aber man hat immer noch... bei manchen Arbeitsstellen eine Chance, ne? Wenn die sagen, okay, wir nehmen sie ausnahmsweise mal, sie sind zwar schon älter, aber wir probieren es mal. Aber das heißt, du bist auch... bekommt ja eine Chance, dann sollte man das auch probieren. Ne? Das heißt, du bist auch einer, der uns arbeitenden Leuten auf der Tasche hängt, so ein fauler Sack, der nicht arbeiten will. Ich gehe mal zu Britt und beschwere mich über dich, Ingo. ich arbeite ja. Ja, aber man halt so nicht so richtig, ne? Ja, wenn ich die Ausbildung fertig habe, dann kann ich Möbel anfertigen, ne? Ja, das ist, machst du das dann selbstständig vielleicht sogar? Ich werde mich dann zum Meister ausbilden lassen, ne? Und da verdient man dann mehr. Also, Meister Ingo. Meister Ingo. Ja. Ingo. Firma, die weiß ich dann nicht, wie die heißen wird. Egal, aber ich freue mich, dass du mal wieder durchgekommen bist. Ist ja nicht so einfach für dich, ne? Wir haben dich ja auf so einer schwarzen Liste, dass du eigentlich gar nicht durchkommen darfst. Oh, Allergie. Allergie gegen dich, Ingo. Eine Ingo-Allergie. Ingo-Allergie. Nein, habe ich nicht wirklich, ist ein Scherz. Also wir haben dich auf so einer schwarzen Liste, aber du bist, täuscht uns immer und also nicht uns, sondern wenn wir jemanden am, keine Ahnung, wenn wir jemanden von unserem integrativen, also aus unserer integrativen Holzwerkstatt am Telefon haben, der nicht so genau aufpasst, dann kommst du versehentlich nochmal durch in die Sendung. Aber schön, dass du es wieder mal geschafft hast unter dem Pseudonym Markus heute. Ja, genau. Clever bist du ja. Ja. Aber du weißt, dass du kein Geld bekommst hier bei uns, wie bei Britt, ne? Nee, das weiß ich. Ist aber eigentlich bescheuert, weil du bist ja quasi schon ein ganz schöner Entertainment-Faktor und normalerweise, sag ich jetzt mal so, als jemand aus dem Business, ne, bist du bares Geld wert, du. Mhm. Also eigentlich jemand wie dich in der Sendung zu haben, ist ein absoluter Quotenbringer und dass du das für umsonst machst, wundert mich. Ah, da hat mir neulich ein 16-Jähriger geschrieben und hat gesagt, er wäre der größte Fan von mir. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das viele 16-Jährige tun. Bei Facebook hast du, glaube ich, eigene Fangruppen sogar. Leute, die Fans von dir sind und die wollen, dass du bei der Sendung durchkommst und so. Ingo Fangruppe oder Fangruppe oder Fanclub Ingo oder Ingo Fangruppe. Genau, so heißen die, genau. Und die sind dann richtig deine Fans. Das sind viele 16-Jährige, also darfst du mit denen nicht schlafen. Doch, darfst du schon, aber ist ein bisschen ekelhaft, ist das schon. Musst du warten, bis die 18 sind. Ja. Mhm. Ich bin ja auch schon bei YouTube, hat man mir geschrieben. Da wurden einige Gespräche, glaube ich, von uns abgefilmt,
mit der Kamera abgefilmt vom Radio und dann da reingestellt. Und da bist du richtig, richtiger Kult, Ingo. Bist Kult, Ingo. Ingo Kult. Und das ist eigentlich für dich eine Geschichte, die solltest du in bare Münze, so diese Entertainment-Qualitäten, die hast du einfach. Aber ein Foto von mir zu veröffentlichen, ohne mich zu fragen, normalerweise... Wer hat das gemacht? Kumpel hat mir gesagt, normalerweise gehört sowas angezeigt oder ermahnt, dass er das rauszunehmen hat. Weil Rechtsverletzungen. Ja, absolut. Wer hat das denn gemacht? Das weiß ich nicht. Das hat mir ein Kollege vorgelesen. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Ganz kurz, wir haben wieder eine Einmeldung. Ingo, Sekunde bitte. Ja. Achtung, Autofahrer, hier ist nochmal der Verkehrsservice in was weiß ich vor allem Sender. Auf der A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Feldheim und Bad Eilsen gibt es Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Bitte äußerst vorsichtig fahren. Und ja, das war's, glaube ich. Ja, Leute haben Fotos von dir ins Internet gestellt. Die musst du aber auch schon mal irgendwann mal ins Internet gestellt haben, weil die hat ja keiner angefertigt von dir, sondern die hast du irgendwann mal hochgeladen und dann haben Leute die weiterkopiert quasi. Das ist aber Urheberrechtsverletzung, wenn da kopiert wird, das Foto, und einfach da, ohne mich zu fragen, da reingestellt wird. Das stimmt, das ist nicht richtig. Dafür könnte ich denjenigen eigentlich anzeigen. Nicht nur eigentlich, das würde ich an deiner Stelle mal machen und dann uns davon berichten, was dabei passiert, weil einerseits, andererseits bist du noch ein bisschen selber schuld, dass du hier immer anrufst, ne? Du musst es ja nicht machen. Ich glaube aber kaum, dass derjenige seinen richtigen Namen bei Facebook angegeben hat, der das reingestellt hat. Trotzdem kann man das bestimmt irgendwie rausbekommen, wenn man da Urheberrechtsverletzungen begeht und du jemanden anzeigen möchtest, ist das, glaube ich, ein leichtes von Facebook, Unterstützung dafür zu bekommen und dass du dann Anzeigen erstatten kannst. Das geht bestimmt. Ja, aber ich will ja niemanden ernsthaft schaden, der wirklich ein Fan von mir ist, sozusagen. Eben, ich glaube, die Leute sind einfach Fans von dir und du bist mittlerweile ja so eine Art, ja, du bist einfach kultig und das ist halt, ist eben der Preis des Ruhms, ne? Das stimmt. Oh. So ist es. Ingo, schön, dass du angerufen hast. Es war wirklich ein innerer Reichsparteitag, um mit Katrin Müller-Hohenstein mal zu sprechen. Und, nächste Woche fahre ich ja mit meiner Gruppe für eine Woche nach Berlin auf dem Land. Mit deiner Montag bis Freitag. Mit deiner Einrichtung? Ja, mit meiner Gruppe sozusagen. Ja, Facebook-Gruppe. Mit dem Club, mit unserem Club fahre ich da nächste Woche weg. Was ist denn für ein Club? Martins Club? Nee, das ist so ein, ich sag jetzt nicht, wie der Club heißt. Es ist halt ein Club, wo ich Mitglied bin und mit der Gruppe fahre ich dann halt mit Eigenzuzahlung von 30 €, und der Rest wird dann vom Amt bezahlt durch Antrag, da wird ein Antrag gestellt. Ja, aber was ist denn der Zweck des Clubs? Was ist denn, ist das ein Verein oder so oder eine Fördereinrichtung für Leute, die besonders cool sind, aber trotzdem ein bisschen Förderung brauchen? Sozial. Genau, halt sozial schwache Leute. Ne? Ja, genau. Und mit denen fährst du dann nach Berlin? Die Grundsicherung beziehen, beziehungsweise Sozialhilfe beziehen, ja. Genau, ja, und das ist auch schön. Und dann kriegt ihr ein bisschen Geld und dann macht ihr euch einen schönen lauen Lachs in Berlin. Da tut man sich zusammen und überlegt dann, was man macht, und dann wird zusammengeschmissen und dann wird ein Antrag gestellt und dann wird einfach wohin gefahren. Mhm. Sag mal, wann warst du nochmal bei Britt? Mittwoch. Mittwoch. Und da war sie noch schwanger quasi? Ist noch schwanger. Ich weiß aber nicht, wann sie jetzt das Kind kriegt. Ne? Wenn ich dir sage, dass Britt bereits am Dienstag ihr Kind auf die Welt gebracht hat, würde ich das umhauen und deine Geschichte irgendwie nochmal verändern, wie du mir erzählt hast gerade? Dass quasi am Dienstag bereits die Geburt von Britt stattgefunden hat. Die hat ihr Kind am Dienstag bereits geboren, also einen Tag bevor du sie schwanger gesehen hast. Nee, die hat aber noch einen Bauch gehabt. Ja. Gut, wollte ich nur mal eben nachfragen, ne? Aber ich will mich ja noch weiter bewerben für weitere Sendungen. Das bringt ja bares Geld. Absolut. In diesem Sinne, Ingo, ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald, ne? Du kommst ja eh immer durch. Nicht immer, das gelingt mir nicht immer. Ja, je nachdem, wie schlau unser Mann am Telefon ist oder unsere Frau. War eigentlich heute der Einbeinige am Apparat? Ja, der Einbeinige, der keine Augen, keine Ohren hat und nur eine Gehirnhälfte. Weil ich hatte eine Frau am Apparat. Ich habe mich gewundert, warum der Einbeinige sich nicht gemeldet hat. Ja, weil der ist verschreckt von dir. Hat letztes Mal, als er mit dir telefoniert hat, hat er richtig Angst bekommen und ist jetzt traumatisiert. Der ist jetzt in Psychotherapie vom Hessischen Rundfunk aus. Beim Betriebsarzt. Aber wenn Britt das Kind schon bekommen hat, angeblich, warum macht sie denn noch weiter Sendung? Ja, vor allem, warum war sie noch schwanger, als du sie gesehen hast? Ja, sie hat noch einen Bauch gehabt. Ja. Der geht ja vielleicht nicht so schnell weg. Das mag sein, Ingo. Das mag sein, ich wahrscheinlich. Ich kenne mich ja mit schwangeren Frauen nicht aus. Nee, das ist so. Ja. Das dauert ja immer ein bisschen, bis der Bauch weg ist. Dann, wenn ein Kind geboren ist, dann sieht es danach so aus, als wäre die Frau, keine Ahnung, im sechsten Monat ungefähr. Und dann geht der Bauch langsam weg.
über die Monate. Vielleicht hat Britt einfach gestern am Dienstag das Kind bekommen und ist am Mittwoch dann natürlich wieder pflichtbewusst, weil so eine Geburt geht ja fix, da ist man als Frau natürlich hinterher ratzfatz wieder auf den Beinen, sich einfach wieder ins Studio gestellt und voll gearbeitet einen Tag später. Wie lange, in welcher Zeit später, danach, nach der Geburt, wann danach kann man wieder schwanger werden? Wann man wieder schwanger werden kann? Oh, ich glaube, das geht ratzfatz. Muss man sich nur in irgendwas reinsetzen, dann ist man wieder schwanger. Einmal im Schwimmbad nicht aufgepasst oder die Klobrille nicht abgewischt. Dann darf man dann 6 Wochen keinen Sex haben nach der Schwangerschaft. Man darf Sex haben, wie man will. Es ist halt nicht sehr angenehm, glaube ich. Je nachdem, wenn es jetzt eine Kaiserschnittgeburt war natürlich, dann ist natürlich im Vaginalbereich soweit alles halbwegs heile geblieben natürlich, ist ja klar. Ich war ja auch schon mal bei Vera gewesen. Ja. Ja. Zum Stichwort Vaginalbereich, aber das ist vielleicht ein Thema fürs nächste Mal, wenn du hier durchkommst in 3-4 Jahren. Also Ingo, bitte ruf nie wieder an und tschüss, ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war der Ingo. 0880, 5 mal die 5. Das Geilometer ist eben versehentlich ausgefallen. Beim Ingo weiß ich gar nicht, warum. Und jetzt haben wir die Inga in der Leitung aus Parpenburg, wie der Simon schreibt. Hallo? Hi. Hi, na? Das schreibt man ohne R. Ja, aber der Simon hat es mit R geschrieben. Ich möchte ganz kurz in deiner Gegenwart etwas vorlesen. Pass auf. Und zwar schreibt geschockt in unser Lateline-Blog. Hallo. Ich höre die Sendung, weiß Gott, sehr, sehr selten, aber bis dato moderierte immer ein sehr eloquenter und intelligenter Moderator, der mit wohlüberlegten Argumenten und klugen Fragen viel Konstruktives aus den Anrufern herausgeholt hat. Heute musste ich hören, dass ihr diesen gegen jemanden getauscht habt, der in seinen ersten 10 Lebensjahren wohl leider in Westdeutschland eingesperrt war und dadurch nicht nur vergessen hat, wo so kleine, unbedeutende Orte wie Leipzig und Erfurt liegen, sondern wohl auch leider alles kann, außer dieses Programm zu führen. Über Trash-TV herzuziehen, indem man 3 Minuten über das Melken von Gina Lisa redet, macht wenig Sinn. Anderen Leuten ins Gesicht scheißen, wer macht sowas? Der Moderator gab dem ersten Hörer eine 4 auf seiner Geilometer-Skala. Leider muss der Moderator auf jener Skala, die von 0 bis 10 geht und laut ihm minus 1 ziemlich schlecht ist, eine minus 4 geben. Gute Nacht, schreibt, geschockt. Tja. Das ist nicht immer leicht, hier zu sitzen. Aber manchmal ist es halt so. Inga, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin richtig mitgenommen. Erst Ingo und dann dieser Bash von so einem, das gebasht werden von so einem Hörer. Kannst du mich aufbauen? Ja. Bitte. Ich möchte nach Neuseeland auswandern. Oh, das ist schön. Warum? Weil ich hier in Deutschland nicht klarkomme. Aber Probleme reisen immer mit. Wenn man in Deutschland nicht klarkommt, wird man in Neuseeland auch nicht klarkommen. Ach, Quatsch. Doch, ist so. Nein, ich bin ja hier Lehramtsanwärterin. Aha. Und damit völlig überfordert. Wie weit bist du denn mit deinem Studium? Mein Studium habe ich abgeschlossen. Ich hatte sogar schon das erste Staatsexamen. Ach, haben wir schon mal telefoniert und hast du eine psychische Krankheit bekommen? Nein. Ach so, hätte sein können. Entschuldige, dass ich das jetzt so frage, aber ich glaube, ich hatte mal eine Lehramtsstudentin, die dann Kuku Banana gegangen ist Ende des Studiums und dann in Behandlung war. Und dann, ich habe das jetzt gerade verwechselt. Mm-mm. Du bist geistig völlig bei Sinnen. Ja. Gut, entschuldige. Nur ich kriege diese Unterrichtsentwürfe einfach nicht geschissen. Genau. Warum? Also erklär mal, also ich denke ja, Lehrberuf ist, glaube ich, ziemlich, ich denke als Laie, dass der Beruf des Lehrers sehr einfach ist, weil man nur einen halben Tag arbeiten muss und halt einmal sich was ausdenken, das dann 40 Jahre lang den Schülern serviert. Das ist anscheinend nicht so. Allerdings muss man eine Sachanalyse schreiben, eine didaktische, eine methodische. Für das Referendariat jetzt oder wie? Für eine Prüfung? Genau. Ach so, okay. Also du bist noch gar nicht im Beruf drin, sondern du bist jetzt kurz davor, Lehrerin zu werden. Genau, ich bin in der Ausbildung, in der praktischen. Die theoretische war um einiges einfacher. Und du willst jetzt die Brocken deswegen hinschmeißen, weil du es nicht hinkriegst und nach Neuseeland auswandern? Genau. Und als was verdienst du dann dein Geld da? Ja, da habe ich überlegt, da hat mir ein Bekannter geschrieben, ich könnte auf einer Pflanzenfarm arbeiten. Oh, ist auch schön. Ja. Aber das willst du doch nicht, oder willst du das? Doch, das will ich. Du willst nach Neuseeland auswandern? Ja. Und du schmeißt dein ganzes Studium quasi hin, deine ganzen Freunde, die du hier hast und deine Familie und alles ist dir nicht so wichtig, weil du gerne dahin möchtest. Ja. Erstmal für ein Jahr, dann kann man ja immer noch weitersehen. Ja,
Das hast du hier keine sozialen Bindungen oder sowas, dass du... Doch. Genug. Und das lässt du einfach sausen, weil du beruflich nicht klarkommst? Ja, es gibt doch Skype. Natürlich, es gibt Skype, ja, aber ich glaube so, wenn dann zwischen einem irgendwie 20.000 Kilometer liegen, ist das schon nochmal was anderes, als wenn man jetzt von Deutschland aus sagt, es gibt ja Skype. Ja, natürlich ist das was anderes, aber ich muss mich selber finden und dafür muss ich erstmal ganz weit weg. Aber du selber bist ja auch hier, bist ja nicht in Neuseeland. Zum selber finden musst du, das Schöne an sich selber finden, muss man gar nicht verreisen. Man kann sich selber finden, wenn man auf dem Klo sitzt in Kiel oder, keine Ahnung, im Edeka steht in Bonn. Da kann man sich auch selber finden, weil man ist ja da. Ja. Du musst ja da deinen Ort nicht verändern, um dich selbst zu finden. Aber Neuseeland soll so schön sein. Ja, ich habe schon mal, also ich kenne jemanden, der schon mal nach Neuseeland versucht hat auszuwandern und der dann nach 6 Wochen wieder zurückgekommen ist, weil es dann doch irgendwie anders ist, als man sich das so vorgestellt hat. Ja, vielleicht schön, ein bisschen wunderschön, langweilig. Wunderschön, aber man ist halt auch weg von allem. Man ist weg von allen Leuten, die man kennt und vielleicht ist das eher so ein, also vielleicht einfach mal ein Tag in einer Massage, in der Therme oder sowas hilft vielleicht auch. Da muss man nicht direkt nach Neuseeland fliegen, ist ja auch sehr weit. Warum bist du eigentlich so anti? Weil ich sehr viel Erfahrung gemacht habe mit Leuten, die gesagt haben, ich komme nicht klar, ich verreise mal und wandere aus. Und also ich war mal in einem, ich erzähle dir die Geschichte, pass auf. Ich war mal in einem Urlaub in Costa Rica, einem mittelamerikanischen Land, das viele fälschlicherweise für eine Insel halten. Und es ist keine Insel, es ist ein Land, es ist, liegt zwischen Nicaragua und Panama. Und es ist ein sehr sympathisches Land, was ich allen empfehlen kann, die mal gerne in ein freundliches südamerikanisches oder mittelamerikanisches Land verreisen wollen. Und ich bin da rumgereist und bin dann in einem, eine Art Hotel gelandet, das von einer Deutschen geführt wurde. Und diese Frau ist ausgewandert vor 20 Jahren und sie sagte, sie hat es nicht mehr ausgehalten und hatte ganz viele Probleme in Deutschland und kam nicht klar. Und dann saß ich da abends bei ihr in diesem komischen hotelähnlichen Komplex und sah, wie sie halt eine Weinschorle nach der anderen kippte und relativ schnell relativ besoffen war, aber dabei noch relativ klar, was darauf hindeutete, dass sie anscheinend Erfahrung hat mit Alkohol trinken. Und im Laufe des Gesprächs stellte sich heraus, dass die Probleme, wegen der sie damals abgehauen ist aus Deutschland und ausgewandert ist, immer noch da waren, sie einfach nur mit nach Costa Rica genommen hat, wo es natürlich ein bisschen wärmer ist und ein bisschen schöner als in Deutschland, so rein landschaftlich. Aber die Probleme, wegen der sie abgehauen ist, sind immer noch da. Weil die Probleme einfach mit den Leuten mitkommen, die auswandern wollen. Immer. Immer kommen die Probleme mit. Und wenn du deinen Job in Deutschland nicht hinbekommst, dann kann es sein, dass du in Costa Rica, vielleicht kann es auch, wenn du was ganz anderes machst und da irgendwie dich verliebst und keine Ahnung, dann ist natürlich kann das klappen. Aber ich behaupte mal, dass es in 80% der Fälle nicht funktioniert, weil Leute, die hier Probleme haben, werden auch da Probleme haben, sogar noch größere. Nämlich ihre Probleme mit sich selber und die sprachlichen, die kulturellen, die Behördengänge, die du dann machen musst. Dass du keine Freunde hast, das ist auch nicht gerade sehr aufbauend irgendwie. Also ich glaube, Auswandern ist ein schwieriges Ding. Da muss man es wirklich wollen oder es muss einem wirklich sehr, sehr schlecht gehen, wirtschaftlich auch. Ich kann mir das vorstellen, dass wenn es einem wirtschaftlich schlecht geht, so, dass man dann auswandert und dann sagt, anderswo finde ich mein Glück eher und anderswo kann ich meine Idee besser realisieren oder anderswo ist es leichter als in Deutschland. Das stimmt ja auch. Aber in Deutschland geht es sehr wenigen Leuten sehr, sehr schlecht wirtschaftlich. Selbst den Leuten, denen es schlecht geht wirtschaftlich, geht es noch besser als allen anderen Leuten in anderen Ländern, denen es wirtschaftlich schlecht geht. Also ich weiß nicht. Ich bin da so, ich denke immer, Leute, die hier irgendwie nicht klarkommen, kommen auch in Neuseeland nicht klar. Sie sollten erstmal sehen, dass sie klarkommen, dann können sie immer noch auswandern, weißt du? Entschuldigung, dass ich jetzt hier so monologisiere, aber ich meine, ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Du kannst mir auch widersprechen. Jetzt. Ja, ich werde dich dann aus Neuseeland anrufen. Ist aber sehr teuer. Naja. Aber die Late Line ist doch kostenlos. Ja, aber nur aus Deutschland. Aus Neuseeland ist es sehr teuer. Du musst dann den Weg von Neuseeland bis zur deutschen Grenze bezahlen. Und innerhalb Deutschlands ist es kostenlos. Aber natürlich zahlst du, wenn du aus dem Ausland, gerade aus Neuseeland anrufst. Ja klar, aber ich kann ja auch auf deine Page da posten. Das stimmt, du kannst auf meine Page posten und drück dir die Daumen, dass es klappt. Wann würdest du losfliegen? Hast du es schon organisiert? Ja, ich habe gerade das Visum ausgefüllt. Aha. Und ich werde im Oktober fliegen.
Ich sag nur, mach's nicht. Mach erst dein Studium zu Ende, wenigstens. Mach erst dein Referendariat zu Ende und mach mal ein halbes Jahr Schule und dann verdien dein eigenes Geld. Es ist wahnsinnig befreiend, wenn du im Monat 2.500 Euro bekommst. Das ist wahnsinnig viel Geld und das ist ganz toll. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Viele Probleme erledigen sich dann auch, glaube ich, schnell. Ja? Ja, Geld macht glücklich. Lasst euch nichts erzählen von Leuten, die das Gegenteil behaupten. Geld ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor zum Glücklichwerden. Geld zu haben. Nicht viel, aber so, dass man sich gewisse Dinge leisten kann. Eine schöne Wohnung zum Beispiel oder vielleicht ein kleines Auto oder so. Oder mal essen gehen mit Freunden oder das ist einfach wahnsinnig befreiend. Lebensqualität einfach. Macht Geld, ist halt leider so. Okay. Ach Mensch, Inga, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Der Moderator deiner Radiosendung, die du gerade hörst, sagt, fahr nicht nach Neuseeland. Höchstens im Urlaub, um mal abzuschalten, um mal runterzukommen, aber nicht, um dort zu bleiben. Okay. Und wenn du dann abschalten willst und runterkommen willst und das dann dir da so gut gefällt, dass du denkst, ich kann es vielleicht schaffen, dann kannst du immer noch da bleiben. Aber fahr nicht mit dem Vorhaben dahin, da bleiben zu wollen. Das ist nur frustrierend. Und nachher denkst du dann, dass du, nur weil du dahin gefahren bist, um da zu bleiben, auch da bleiben musst. Und dann bleibst du da und wirst unglücklich. Ja. Wer weiß. Inga, tschüss. Ciao. Tja. Kein Geilometer, wieder kein Geilometer. War mir zu ernst. Zu viel Ernst. Ich mach mal kurz eine Musik mal eben kurz. So, das reicht schon an Musik. Ich weiß gar nicht, was das für ein Lied war. Ich wollte eigentlich selbst Musik spielen, aber dann hat der Kai auf den Knopf gedrückt und hat dann andere Musik abgefahren. Ich wollte gar nicht unterbrechen. Ich wollte gar nicht unterbrechen. Es war ein Kommunikationsproblem zwischen mir und dem Kai an den Reglern. Meine Schuld, meine absolut mea culpa. Asche auf mein Haupt. Carsten ist 16 Jahre alt. Carsten. Hallo. Wie geht's? Ja, hi. Was? Hallo? Du bist 16 Jahre alt und kommst aus der Nähe von Stuttgart. Ja, ich komme aus der Nähe von Stuttgart und bin 16. Warum klingst du so, als würdest du am Autoscooter stehen? Ja, weiß nicht, weil ich gerade eben sogar noch Auto gefahren bin, was mir sehr unheimlich ist. Ja, aber du bist 16 Jahre alt und warum fährst du denn Auto? Ja, als Beifahrer. Ach so. Wer ist im Hintergrund bei dir zu hören? Es waren ein paar Freunde, die sind jetzt ein bisschen weg. Ich bin jetzt weggegangen. Ja, und du hörst mit den Freunden, hörst du die Sendung gerade? Ja. Ja, gut, cool. Und haben die gesagt, ey, Carsten, ruf mal an. Na, ey, Carsten, ruf an, ey. Ja, und was war, Carsten, erzähl doch mal was. Was willst du denn erzählen, Carsten? Ja, Autounfall halt. Ich bin mitgefahren bei meinem Vater. Ja. Und dann ist mein Bruder halt verletzt worden. Jetzt bin ich ziemlich traurig. Wie verletzt ist dein Bruder denn? Ja, der liegt jetzt schon im Krankenhaus. Was heißt denn das? Der hat sich einen Arm gebrochen irgendwie. Bei ihm ist der Airbag nicht aufgegangen, da ist er rechts auf den Sitz drauf. Wie ist denn der Unfall passiert? Der ist hinten auf ein anderes Auto drauf, da das andere Auto ziemlich schnell gebremst hat, weil dort die Ampel gerade eben noch rot wurde. Ja, das heißt, dein Vater hat ein bisschen Schuld. Ja, leicht. Und du warst hinten? Ja, ich war hinten. So, und jetzt ist dein Bruder und deinem Vater geht's gut? Ja, es geht allen gut, nur mein Bruder. Hat Arm gebrochen. Ja. Dann wünsche ich gute Besserung und sag tschüss, Carsten. Warte mal. Das Geilometer, Moment. Nein, warte. Das Geilometer sagt 3. Tschüss, Carsten. Ja. Grüße an deine Freunde. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer der Late Line. Ihr könnt anrufen, wenn ihr was sagen wollt, reden wollt. Wir haben offene Themennacht heute. 0800 80 5 mal die 5. Und ich lese, bis wir den nächsten Anrufer haben, gerne ein paar Mails vor, zum Beispiel von Eurobonds. Auch Eurobonds hat herausgefunden, Quelle bunte.de, dass Britt Hagedorn am Montagabend ihr zweites Kind, einen gesunden Jungen, zur Welt gebracht hat. Also bereits 2 Tage, bevor Ingo Britt schwanger am Mittwoch in der Sendung gesehen hat. Dann kommentiert Alida den Anruf von der Inga gerade eben und sagt, neuseeländisches Bildungssystem ist im Arsch hier in Neuseeland. Ah, wahrscheinlich hört sie uns. Hallo, du hörst uns
in Neuseeland, Alida. Das ist wie Waldorfschule auf neuen Live-Niveau. Das sei das Bildungssystem in Neuseeland. Aber Alida, wenn Inga da in Neuseeland als Lehrerin arbeiten möchte und damit schon ihre Probleme in Deutschland hat, dann ist es doch eigentlich genau das richtige Bildungssystem in Neuseeland, um für sie da nochmal richtig durchzustarten. Als hochbegabte Powerlehrerin aus Deutschland, die dann wahrscheinlich viel mehr kann als alle anderen. Deutsch zum Beispiel. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer und bis der nächste Anrufer kommt, spiele ich jetzt, Kai, aus meinem Geilometer ein Lied zur Ermunterung der Hörerschaft. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web any size. Catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, welcome fame, he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big pain, wherever there's a pain, you'll find the Spider-Man. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Der Simon, unser Mann aus der Inklusionsholzwerkstatt, der heute am Telefon sitzt, gibt mir gerade durch, dass momentan nur Idioten anrufen. Da muss ich dem Simon mal übers Radio sagen, ey, Simon, wir sind hier nicht bei Holgi in der Sendung. Die möchte ich gerne in der Leitung haben, mit denen möchte ich gerne sprechen. Die sollen nicht abgewiesen werden, die sollen hier durchkommen. Mick, 18 Jahre alt, bist du auch einer von den Idioten oder bist du ein Guter? Oh, ob ich ein Idiot bin, weiß ich nicht. Ich frage mal kurz, Simon, ist der Mick jetzt ein Idiot oder ist das jetzt ein guter Anrufer? Mick, bleib mal kurz dran. Ja, ja. Simon muss mir kurz über den Chat, muss er mir das schreiben. Simon, ist der Mick jetzt ein Idiot oder ist das also einer, den du als Idiot einstufst? Nein, du bist kein Idiot, sagt der Simon. Ich bin kein Idiot, das freut mich aber. Ja, ich bin gerade einer, sagt Simon. Und dann zwinkert er mit so einem Smiley. Wir sind doch hier nicht... Sag mal, wir sind doch hier nicht bei Knuddels, Simon. Was zwinkerst du mich denn hier im Chat an? Ich fühle mich da belästigt von, sexuell. Das geht aber gar nicht. Das geht wirklich gar nicht von fremden Männern hier angeht. Nee. Ich weiß nicht mehr, wie der Simon aussieht, ehrlich. Ich habe ihn noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Also dann musst du ihm sagen, dass er das sein lassen soll. Lass das sein, Simon. Ich lass mich nicht von dir anzwinkern wie Christian von Bötticher. Also wirklich. Also Mick, du kommst woher? Aus der Nähe von Saarbrücken. Oh, dem schönen Saarbrücken. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Aber die Menschen sind sehr hässlich in Saarbrücken. Ja. Hässliche Menschen. Ja. Innerlich, auch geistig hässlich. Mal einer, der mich versteht. Das ist schön. Was ist denn momentan, gegen wen wird momentan gehetzt? Was wird momentan verbrannt? Welche Bücher werden momentan verbrannt am liebsten im Saarland? Ach, alles. Alles, es werden Bücher verbrannt im Saarland, ne? Alles. Weil, aber nicht aus Hass, sondern weil die Leute einfach das nicht verstehen mit den Buchstaben. Das ist einfach, das bringt die Leute durcheinander, dann werden die drehen die durch, wenn die diese ganzen. Ja, das wenn da sehen. So viele Zahlen und Buchstaben auf die zukommen, dann es ist ein Land. Ich frage mich, warum das überhaupt Bundesland ist in Deutschland. Ich glaube, die haben sich das alles irgendwie, keine Ahnung, erkauft. Oder? Weil die Öl haben, wie Libyen. Die haben Öl. Ja. Das ist ein reiches Land, reich an Öl. Dann diese neue Kati Karrenbauer als Ministerpräsidentin. Ja, oh Gott, ja, du. Die macht ja sowieso alles kaputt. Das ist ja wirklich. Ja, dann aber erzähl doch mal, weswegen rufst du an? Ist es ein Hilfeschrei oder was soll das sein hier, dieser Anruf bei der Nachricht? Ja, dieser Anruf, der war eigentlich gerade so aus der Spontanität geboren. Aus der Hüfte raus. Ja, so einfach mal so locker rausgesprungen, weil ich da nichts zu tun hatte. Ja. Und euch so schön zugehört habe ich mir einfach mal gedacht, ich rufe einfach mal an und versuche mein Glück. Aber worüber reden wir jetzt? Ja, das ist die Frage. Über was reden wir? Ja, das frage ich dich. Wir können über alles reden. Wir können über das Saarland reden. Das ist aber nicht sehr ergiebig, weil es kommt nicht viel Gutes bei rum. Nein, das stimmt allerdings. Ich bin auch nicht von hier, nur als Information so nebenbei. Du bist quasi zugezogen, leider. Ja, ich komme eigentlich aus dem schönen Lübeck. Kennst du das? Lübeck, natürlich kenne ich Lübeck. Das wunderschöne Lübecker Marzipan, das Holstentor. Ja. Was für eine tolle Stadt. Bist du jetzt für eine Ölfirma im Saarland, weil die das nicht alleine gebacken kriegen, das Öl aus ihren Bergen rauszuholen? Oder warum bist du im Saarland? Vor allem mit 18.
Wie konnte es so weit kommen, dass du mit 18 da in dieses trostlose Land? Ja, das habe ich mir ehrlich gesagt auch gedacht. Aber das Problem war, dass ich vor 2 Jahren mit meiner Mutter hier runtergezogen bin. Die hat einen neuen Freund und ja, das musste man ja natürlich alles mitmachen damals. Aber und da bist du, musstest du mitziehen. Und hast du deiner Mutter nicht gesagt, Mama, überall hin, aber nach meinem... Ja, ich habe Somalia mir gedacht, gerne, Nordkorea ja, aber Saarland? Afghanistan meinetwegen, aber, ja. aber nee. Scheiße, du. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, und brauchst du irgendwelche Informationen von außerhalb? Von außerhalb? Es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt hier abgeschottet. Habt ihr Internet und so? Ja, stell dir vor, die besitzen hier Internet. Aber ich dachte, Facebook ist zensiert und Google. Nee, du, das geht alles. Das geht? Das geht, das funktioniert sogar. Habe ich aber andere Informationen. Also ich höre, also auch das Radio und Rundfunkmäßig ist das ja alles streng kontrolliert von der politischen Klasse da. Alles so... Von so einer Untergrundorganisation oder? Ja, Familienangehörige von Kati Karrenbauer, der neuen Ministerpräsidentin. Ja, das ist ganz schlecht, ne? Aber ich mogel mich da überall so durch. Ja, wie ist denn die Versorgungslage mit Lebensmitteln? Ja, der Aldi ist um die Ecke, der macht es um die Ecke, ja. Gibt es denn noch Schießereien draußen auf der Straße oder hat sich das mittlerweile ein bisschen beruhigt jetzt? Also ich meine, nachdem jetzt so die Lage sich ein bisschen beruhigt hat, sieht das Ganze auch besser aus, ja. Aber es war schon mal schlimmer, muss ich sagen. Absolut, absolut. Wer erinnert sich nicht an die Kämpfe, an die Schlacht um Saarbrücken? Das war letzten Herbst war das auch ein Riesenthema bei uns in der Late Line, als da wirklich Bauern mit Reisigbündeln und brennenden Mistgabeln die Stadt stürmen wollten. Ja, ja. Weil ihnen jemand erzählt hat, dass die Erde keine Scheibe ist. Und das hat die Menschen so aufgebracht, dass sie demonstrieren wollten in Saarbrücken, der Hauptstadt des Saarlandes. Aber das ist natürlich nicht erlaubt, Demonstration, ist ja klar. Nee, das wird da ja nicht geduldet, ne? Also... Wenn du da sagst, Saarland ist scheiße, dann bist du direkt hinter Gittern. Darfst du nicht machen. Auf der freien Straße geht das gar nicht. Das Saarland ist ja das Bundesland mit den meisten eingesperrten Menschen. Da ist ja die komplette Intelligenz. Ja klar, keiner mehr auf die Straße. Und die komplette Intelligenz befindet sich ja quasi in Haft. Das sind auch keine Gefängnisse, wie man die so kennt aus dem Rest von Deutschland. Das sind irgendwie so freundliche Sozial... Anstalten, wo man auch mal eine Ausbildung machen kann, sondern das sind wirklich noch so alte, wie früher halt im Saarland, so alte Kerker. Das sind so Löcher im Boden und da werden die einfach reingeschubst und dann kommen die da auch nie wieder raus, weil das ist gar nicht dafür gemacht. Das sind Einbahnstraßen, wie so Aalreusen. Ja, die sind 30 Meter tief gebaut und na gut, kletter mal 30 Meter senkrecht nach oben, ne? Ja, und man kann froh sein, dass man überhaupt irgendwie noch lebend angekommen ist da unten, ne? Also die meisten haben natürlich gebrochene Oberschenkel und Halsbrüche. Also Gehbehinderte, eingekerkerte, seit Jahren eingekerkerte, die sich nur von Kondenswasser und eigenem Nasenschleim, Popeln ernähren. Ja, das ist immer eine sehr leckere Aktion. Ja. Es ist nicht schön im Saarland. Ich kann da dein, also ich würde dich gerne da rausholen, aber mir sind die Hände gebunden. Wir haben da, also ich habe mit dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt vor einer Woche telefoniert, ob wir da irgendwie noch in New York über die UNO was regeln können. Keine Ahnung, dass es irgendwie Embargo gibt oder sowas wie ein UN-Mandat. Muss ja keine deutsche Truppe da unten einmarschieren. Nee, muss ja nicht. Luxemburg nicht. Zum Beispiel ist nicht weit, Frankreich ist nicht weit. Belgien? Ja gut, Frankreich, da will ich auch nicht unbedingt hin, so, ne? Ich meine, ja, ist auch so eine Sache. Die sprechen eine andere Sprache. Ja, da verstehe ich so wenig. Man versteht so wenig. Und die verstehen einen auch nicht, ne? Ja, das ist ja... Ne, gut, sie verstehen einen. Das ist ja... Das ja, aber phänomenal. Sie wollen nicht antworten. Sie wollen nicht antworten. Sie können dir sogar teilweise antworten. Na gut. Aber sie wollen nicht. Ja. Sie das verstehen ist wirklich phänomenal. Sprachen. Du kannst als Deutscher nach Frankreich gehen und du verstehst keine Sau. Aber wenn ein Franzose nach Deutschland geht, die können alle perfekt Deutsch. Komisch, ne? Ja. Sehr seltsam. Ja, die stecken vielleicht mit den Saarländern unter einer Decke. Ja, die haben bestimmt so einen Komplott geschlossen untereinander so. Saarland hat ja auch einige Orte, die so ganz französisch klingen. Zum Beispiel Saar-Louis. Klingt doch französisch. Ja, doch. Das könnte gut sein. Weißt du eigentlich, wann das Saarland sich der Bundesrepublik Deutschland angeschlossen hat? In welchem Jahr? Schätz mal. Kann ich dir nicht ganz genau sagen, aber ich weiß, dass sie sich damals aus dem Krieg rausgehalten haben, wie kleine Feiglinge. Ja, das Saarland hat im Zweiten Weltkrieg nicht mitgemacht. Die wollten, die haben, das war wie die Schweiz, das Saarland. Die haben sich da nicht, haben sich rausgehalten, weil die gesagt haben, ich meine, wir kriegen das eh nicht hin mit den Waffen, wir schießen uns immer selbst in die Füße. Ja. Und dann lassen wir es eh gleich bleiben. Und deswegen gibt es im Saarland auch, gab es gar keine Wehrpflichtigen. Die wurden da haben die Nazis auch gesagt, ach komm, die brauchen wir nicht. Lass die brauchen wir nicht, das bringt auch nichts. Macht nichts. Ja. So ist es. Konzentrieren wir uns lieber auf Moskau, aber das Saarland lieber nicht ist, das Saarland. Das Saarland ist im Jahr 1992 erst der Bundesrepublik Deutschland beigetreten. Das ist 2 Jahre später als die DDR.
Ja, sie ist dümmer. Ja, sie ist dümmer, denkt man gar selbst nicht. Selbst die waren schneller. Ja, selbst die waren, die haben einen Zaun, mussten die niederreißen und ein quasi diktatorisches Regime mussten die zu Fall bringen. Und trotzdem waren sie immer noch schneller als die bäuerlichen Saarländer. Ja, siehst du mal. Kriegt man wenig mit von, ne, im Fernsehen und im Radio und im Saarland. Ja, das wird alles so. Das ist, wie gesagt, so eine riesige Verschwörung. So, habt ihr denn eigentlich Fernsehen oder Radio bei euch unten im Saarland? Ja, stell dir mal vor, ich höre dich sogar über meinen Fernseher. Das ist... Über den Fernseher? Ja, ich kann dich über meinen Fernseher hören. Mein super toller Digitalreceiver ist so cool, dass ich euch über den Fernseher hören kann. Ich glaube, das ist im Saarland so, dass die Leute übers Radio Fernsehen gucken und über den Fernseher Radio hören. Weil das ist halt so, das ist ein Gesetz. Ja, das hat sich noch nicht so ganz eingebürgert, dass ein TV-Gerät auch zum Fernsehgucken gemacht wurde. Ja. Aber wie gesagt, ich komme nicht aus der Ecke, ich weiß sowas. Gut, tschüss, ne? Okay, ciao. Ciao, Mick. Das war der Mick und seine Geilometer-Wertung kommt hier. 12. Wobei eigentlich nur eine 4, aber die restlichen 8 Punkte sind Solidaritätspunkte, weil er es geschafft hat, die richtigen Zahlen auf der Telefontastatur zu drücken im Saarland und das kommt sehr, sehr selten vor. Liebe Menschen im Saarland, die das jetzt hier verstehen, was ich sage, diese Schachtelsätze einigermaßen nachvollziehen können, haltet durch. Entsatz ist auf dem Weg. In spätestens 20 bis 30 Jahren befreien wir euch. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer und wir haben Fabio aus Dresden in der Leitung. Hallo. Hallo. Du hörst uns mir geht's sehr gut. Du hörst uns über Sputnik, ne? Ja, beziehungsweise über das iPhone. Ach, über das iPhone hörst du uns? Mhm, da ich noch kein Internet in der neuen Wohnung habe und noch kein Radio und so, da ich jetzt vor kurzem in die Wohnung gezogen bin. Ah. Ja. Bist du in Dresdner oder kommst du von woanders her? Stuttgart. Oh, aus Stuttgart nach Dresden ziehen. Das ist aber, wird sich aber die architektonische Schönheit der Stadt ganz schön überwältigt haben, oder? Ja, wo ich gekommen bin, roter Teppich war da vor meinem Haus, ne? Ich bin da nur geboren und deshalb eine Frage, was findet ihr an dem Ingo eigentlich alles so toll? Ich weiß, ich finde Ingo ist ein ganz lieber, netter Anrufer, den ich aber nicht besser und schlechter finde als andere Anrufer. Und warum sagst du am Ende des Gesprächs, er soll nicht mehr anrufen? Ja, damit er nie wieder anruft. Ach so. Also ich finde den nicht toll. Ich finde, ich möchte, also Ingo, wenn du das jetzt hörst, du bist wirklich ein kleines Knuddelbärchen, aber ich möchte einfach nicht mehr mit dir sprechen, das ist mir langweilig. Ich finde ihn auch nicht so toll. Ja, ich finde ihn toll, aber irgendwie auf so eine untolle Art. Es gibt bestimmt auch eine Anti-Facebook-Gruppe, aber na egal. Ja, also, wenn nicht, dann müsste man die gründen. Ah, wäre die Idee. Vielleicht wäre ich dann auch so ganz beliebt wie der Ingo, wer weiß. Wer weiß, Fabio. Du warst in einem scheiß Hotel im Urlaub, lese ich hier, hat der Simon aufgeschrieben. Was heißt Urlaub? Es war halt so ein kleiner paar Tage Urlaub mit Konzert in Hamburg. Mhm. Welches Konzert? Also ich bin da nicht Fan von, ne? Aber meine Freundin Dirty Seconds to Mars, wenn du das kennst. Ja, kenne ich. Wie findest du die? Solala ist mir ein bisschen zu mainstreamig. Ja, so auf jeden Fall waren wir da in St. Pauli, Reeperbahn, ne? Kennst du bestimmt. Kenn ich, ja, auf der Reeperbahn. Genau. Eine Runde mit der Reeperbahn gefahren. Nee, das nicht, aber die jungen Leute haben ja nicht so viel Geld, ne? Ja, das stimmt. Und dann dachten wir uns, ein ganz billiges Hotel, haben wir eins gefunden, dachten natürlich, wir sind ganz clever, wir nehmen uns ein Einzelzimmer für zwei Personen. Mhm. Hat geklappt, 25 Euro. Dann haben wir ein kleines Mittagsschläfchen gemacht, sind dann abends nach dem Konzert irgendwann wiedergekommen. Meine Freundin ist rein und der alte Barkeeper da, der so aussah wie so ein Seemann, sagt, das ist aber noch ein Einzelzimmer, hier können Sie nicht zu zweit rein. Dann haben wir gedacht, Mist, was machen wir jetzt? Ist sie zuerst rein? Und ich bin dann nochmal raus und habe dann eine Weile gewartet. Ich dachte, der verschwindet dann irgendwann von der Bar und kann dann schnell rein. Das hat nicht ganz geklappt, ich wollte dann wieder rein. Dann kam der mir hinterher und wollte mich da raus. Also es war ein sehr schlechtes Hotel, deshalb kann ich allen empfehlen, die da irgendwo hin wollen, geht nicht ins Hongkong, in Hamburg, St. Pauli, sehr schlecht. Hongkong. Ich gebe das direkt mal bei Google ein, das würde bestimmt hier, kann man auch mal Hongkong, Hamburg. Ja, ich habe vorhin eine schlechte Bewertung geschrieben auf Scribe oder wie das heißt, Aus Hass. Aus Hass, ja. Hat keine Internetseite. Nee, haben die auch nicht. Das ist so eine ganz verschmuddelte Bar, das Fenster da war Schimmel und alles, die Türklinke war kaputt, man musste sich gegen die Tür lehnen, damit das aufging und alles, und der Barkeeper,
Da wollte mich da dann wieder rausziehen, obwohl ich das bezahlt hatte. Da habe ich gesagt, gut, jetzt kannst du die Polizei rufen. Kamen die dann? Dann habe ich das auch das nochmal so erklärt. Die sagten dann, ich hätte ein Recht aufs Besuchrecht. Ha, guck mal hier, pass mal auf, ich lese mal deine Bewertung vor. Hallo, nach 3 positiven Beiträgen kann ich leider nur dagegen sprechen. Dieses Hotel ist kein Hotel, sondern eine Zumutung. Alles heruntergekommen, an den Fenstern war Schimmel, die Tür war kaputt, es hat gestunken. Die Bediensteten waren sehr unfreundlich. Ich wollte mit meiner Freundin noch ein Bierchen auf meinem Zimmer trinken. Sie wartete in meinem Zimmer. Als ich zu ihr wollte, wurde ich rausgezogen, sodass die Polizei gerufen werden musste. Die haben die Polizei gerufen? Ja, ich hatte gesagt, jetzt könnte die Polizei rufen, nachdem die mich angefasst haben. Ja. Kam die Polizei? Ja, ich muss ja sagen, dass die rufen sollen, weil mein Handy war zu dem Zeitpunkt leer. Die waren dann ganz schnell da. Ich war dann draußen auf der Straße, hab denen das erklärt. Die haben gesagt, ich habe das Zimmer bezahlt, also kann ich da mit reinnehmen, wen ich will, solange wir nicht da zusammen schlafen, also nächten, sage ich mal. Ne? Ja. Ich habe ja ein Besuchsrecht und ja, sagte der Barkeeper dann, ja, dann ist das halt so. Und habe gesagt, entweder wir können jetzt rein oder ich gehe raus und kriege mein Geld wieder. Sind wir dann raus, Geld habe ich dann erst am nächsten Tag bekommen, nachdem ich dann noch mein Bier ausgeschüttet habe in der Bar, aber es ist eine sehr schlechte Bar und ich finde es gut, dass du den Beitrag so schnell gefunden hast. Ja, ich kenne mich mit dem Internet ganz gut aus, du. Aber sag mal, wenn man eine Hotelübernachtung in Hamburg auf der Reeperbahn für 25 Euro organisiert, dann darf man sich eigentlich nicht wundern, ne? So ein bisschen so wie so ältere Damen, den Urlaub in der Türkei buchen für 99 Euro mit Flug und einer Woche Vollpension und sich dann wundern, dass das Essen scheiße ist und man in irgendwelche Teppichfabriken oder irgendwelche Schmuckmanufakturen geschleppt wird und da genötigt wird, irgendwelchen teuren Scheiß zu kaufen. Ich meine, ist halt so. Dann sucht er einfach das nächste Mal ein Hotel für keine Ahnung, 50 Euro oder ein Ibis für, oder was weiß ich, oder ein kleines So viel habe ich ja nicht erwartet, aber selbst der Schimmel wäre mir Latte gewesen, aber selbst wenn man da wenigstens dann schlafen kann und wenn ich da jemanden mit auf das Zimmer nehme, nehme ich halt jemanden mit auf das Zimmer, das haben die mir ja nicht vorzuschreiben, wenn ich da raufnehme, wenn nicht, selbst wenn es ein Einzelzimmer war, kann ich da trotzdem mit draufnehmen, wen ich will. Und darauf kommt es mir an, wie es da aussah, ist mir eigentlich egal, ich wollte da noch schlafen, weißt du? Ja, wie das Konzert war in Hamburg, das erfahren wir jetzt parallel, bleibt man in der Leitung von Lea aus Münster. Hallo Lea. Hallo. Du warst auf dem Konzert, auf dem auch der Fabio mit seiner Freundin war, bevor sie in diesem furchtbaren Hotel geneppt, gefangen und geschleppt wurden. Also wir hatten ein Hammer-Hotel mit 4 Sterne. Ja, guck mal, Fabio, wieso hat denn die Lea, die 16 Jahre alt ist, ein geiles Hammer-Hotel mit 4 Sterne? Bist du mit Christian von Bötticher zusammen zufällig, Lea? Nein. Achso, nee, hätte ja sein können. Hat bestimmt Mami bezahlt, oder? Wer hat das Hotel bezahlt bei dir, Lea? Ich selber. Wie teuer war das? Pro Nacht 50 Euro. Und 4 Sterne? Ja. Mein Gott, was ist denn mit Hamburg los? Wo war denn das? War das irgendwie in Hamburg, Hamburg-Lübeck? So nee. Wie der Flughafen von Ryanair. Flughafen nee, Hamburg, aber in Wirklichkeit landet man in Lübeck. Was? Das war vom Hotel nur eine halbe Stunde, eine Viertelstunde mit dem Auto. Vom Konzert. Aha. Guck mal, siehste, Fabio, das geht auch für 50 Euro, dann kann man da jemanden mit reinnehmen und hat 4 Sterne Luxus. Ja, nicht schlecht. Wir haben im Auto geschlafen, auf der Sportallee hinter dem Lufthansa-Gebäude, auch ganz gemütlich. Mhm. Ich habe dann die ganze Nacht aus Versehen das Radio angelassen, am nächsten Tag war dann hier der Strom weg vom Auto, erstmal ADAC gerufen, aber es war trotzdem ein schöner Ausflug. Das war ein absoluter Albtraum also für dich, Fabio. Das ging, ne? Dann lassen wir uns jetzt mal von Lea entführen in die Welt der gelungenen Reisen. Und ich bedanke mich, dass du angerufen hast, Fabio. Und schönen Abend, ne? Dir. Tschüss. Bis nach Dresden. Tschüss. Achso, halt. Ja? Meine Bewertung. Achso, Moment, ganz kurz. Ich muss das Geilometer erst anschmeißen. Moment. So, hier, Achtung. Eine 7. Korrekt. Ciao. Tschüss, Fabio. So, Lea, jetzt bin ich ganz bei dir. Ja. Lea, du kommst aus Münster, bist 16 Jahre alt und jetzt noch auf, ne? Das ist aber ganz schön spät für dich, liebe 16-Jährige. Wir sind noch unterwegs, also wir sind von Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern und jetzt schlafen wir hier noch eine Zeit. Wo seid ihr jetzt? Sind noch Ferien in NRW? Ja, sind noch Ferien in NRW? Ja. Ja, genau. Ja. Sind noch lange Ferien sogar, ne? Ein paar Wochen. Anderthalb Wochen. Ja, genau, anderthalb Wochen. So, und jetzt bist du in Mecklenburg-Vorpommern. Wo bist du denn? Popeln an der Poritz? Müritz. Waren an der Müritz. Röbel. Röbel an der Müritz, Popeln an der Poritz, man weiß es nicht. Ja, genau. Aber ist schön, ne? Ja, wunderschön. Ist ein wunderschönes Bundesland, muss man mal sagen. Ja, aber NRW ist besser. Nee, NRW ist nicht besser. Doch. Nein. Doch. Nee, ich finde Mecklenburg-Vorpommern ist landschaftlich viel schöner. Ja, das kann gut sein. Ja, und die Menschen sind da auch netter. Aber zum Shoppen ist NRW besser. Ja, weil da gibt es mehr Städte. Münster ist nicht so eine tolle Stadt.
Ruhrgebiet, Köln, Düsseldorf, die Köln, die. Was? Ganz viele Fahrräder. Ja, Fahrräder. Ja, Münster ist schön, ne? Ist so eine schöne Stadt. Ja. Ja, wie war denn das Konzert von 30 Seconds to Mars? Hammer. Ja? Ja. Sind die dir nicht zu mainstreamig? Nein, richtig geil war das. Also ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Okay. Cool. Ja. Ja. Muss mal hingehen. Ja, gut. Ja, und jetzt? Nicht? Ja, dann kriegst du jetzt deine geile Meta-Bewerbung. Ja, Wertung. Okay. Das ist eine 4. Sehr gut. Super, wir waren jetzt 12. Ja, da müsst ihr aber aus dem Saarland kommen und richtig auf Mitleid einen machen. Oder halt irgendwie Ingo sein. Wir haben hier voll das Kackzimmer, sind würde ich mal schwanger. Wer ist schwanger? Lea. Ja, nein. Lea, du bist schwanger. Wissen das deine Eltern schon? Nein. Aber herzlichen Glückwunsch. Wie ist das denn passiert? War beim 30 Seconds to Mars Konzert ein bisschen zu doll Pogo getanzt? Jared Leto war. Was, wer? Jared Leto, der Sänger von der Band. Jared Leto kenne ich überhaupt nicht. Können Sie ein Lied davon spielen? Ja, können Sie ein Lied davon spielen? Ich spiele dir gleich ein Lied, du. Ich spiele jetzt das Lied vom, den Dutu-Song. Kennst du den Dutu-Song? Nein, wir wollen aber Closer to the Edge hören. Weißt du, wie der Dutu-Song geht? Dutu-Dutu. Genau, hör mal. Das war die Lea aus Münster und in der Leitung ist jetzt die Friederike, 17 Jahre alt, aus Bremen. Hallo, ja, Friederike. Hi. Na, wie geht's? Ja, sehr gut. Oh, mir auch. Schön. Das freut mich. Ja, das ist ja schön. Ja, ich habe eine Frage. Ja. ich habe gelesen, du bezeichnest dich als sympathischen Frauenflüsterer. Wo steht das denn? Auf www.blogs.hr und so weiter. Ich weiß nicht, ob das... Ich bezeichne mich als sympathischen Frauenflüsterer. Er ist 1,90 Meter groß, smart und bezeichnet sich selbst als sympathischen Frauenflüsterer. Was weiß ich, was ich da immer für eine Scheiße erzähle, wenn die mich fragen. Ich habe keine Ahnung, ich war betrunken und besoffen und zugekokst, als ich das... jemandem irgendwie in so ein laufendes Diktaphon reingesprochen habe. Sehr gut. Nee, ich bin kein sympathischer Frauen, ich bin ein unsympathischer Frauenanschreier. Ach nee, das will ich jetzt nicht so sagen. Ja, ich schreie Frauen gern an. Ach, bitte nicht anschreien. Ich werde auch handgreiflich und ich unterdrücke Frauen immer so in diesen kurzen amorösen Beziehungen, die ich immer so zu haben pflege. Das ist aber nicht gut. Und dann sage ich immer so, ich bin so ein Loverboy, weißt du? Mm. Ich wickel die Frauen erst ein und dann schicke ich sie in den Puff. Ach, super. Und sagt dann aber, wenn sie meine Freundinnen bleiben, wenn sie mich wirklich lieben, dann müssen die für mich anschaffen gehen. Oh, das hört sich ja romantisch an. Romantisch und sehr sympathisch. Ja, sehr. Nein, das stimmt natürlich nicht. Nee, ich weiß nicht, du, aber man schreibt ja, wenn man so Sachen gefragt wird, dumme Fragen gefragt wird, dann antwortet man dumm, ne? Ist ja, ja klar. Und deswegen so entstehen da manchmal solche Geschichten. Mach dir da keine Gedanken drüber. Nee, ich kenne das. Wir schreiben gerade unser Abi-Buch für nächstes Jahr. Ja. Da stehen schon so einige blöde Sprüche von mir drin. Welche Schule? Ökumenisches Gymnasium in Oberneuland. Das ÖG. Ja. Ladida. Aus Oberneuland. Tü. Aber ich komme aus Nordrhein-Westfalen und aus Hamburg ursprünglich. Also ja, mach ja nichts, aber ihr wohnt jetzt in Oberneuland und du gehst aufs ÖG. Ja, Entschuldigung. Ja, das ist aber ganz schön abgehoben, bist du. Nee. Ich war Börde, Schulzentrum Bördestraße. Wo ist das? Bremen Nord. Achso, ja, Bremen Nord ist cool. Ja, geht so. Beim Hafenhöft. Das Hafenhöft kennt man, ne? Als ich abgehauen bin aus Bremen Nord, da gab es das Hafenhöft noch gar nicht. Achso. Das ist da, damals gab es noch die Fegesacker Innenstadt, die jetzt mittlerweile total zugrunde geht, ja. Weil die Leute alle im Hafenhöft einkaufen, was ja. Aber auch natürlich nur halb so geil ist wie die Waterfront. Ja, aber die Strandlos ist daneben, die schön. Die Strandlos ist sehr schön, natürlich das Hafenhaus ist sehr schön, überhaupt die ganze Fegesacker Altstadt ist sehr schön. Ja. Und auch die Fegesacker Fußgängerzone, die sollte man nicht vernachlässigen, weil die ist auch sehr schön. Da gibt's alles, da gibt's einen Leffers, da gibt's Optik Rese, da gibt es Agnoli. Ja, Montanaro, der Pizzaladen gibt's ja da auch. Post, MacPaper. Also ich habe noch nie Pizza in Bremen-Nord gegessen, aber schmeckt bestimmt gut. Montanaro, halbe Pizza, 1 Euro oder so, oder 2 Euro oder oh, so. Okay. Ich will jetzt keine Werbung machen hier, aber es sind kleine und mittelständische Mini-Familienunternehmen aus meiner Jugend, die es immer noch da gibt. Und ich kann das nur sehr ich kann euch nur empfehlen, reist nach Fegesack. Denn so wie in Fegesack ist es wunderschön. Kennst du dich in Oberneuland aus ein bisschen? Ja, so ein bisschen vom Durchfahren so. Bei der Apfelallee. Ja? Ja, da ist ein Mare, der macht die beste Pizza. Ah, nee, da kenne ich mich leider. Das ist zu das ist ein Spezialwissen. Schade. Ja, kenne ich mich leider nicht aus. Leider nein. Aber die Apfelallee ist schon bekannt. Die ist mir schon bekannt, ja. Ja, da fahre ich in 3 Wochen meinen 18. Geburtstag. Ach, guck mal an. Ja. Aber jetzt, das ist jetzt nichts Genaueres verraten, nachher hast du irgendwie Ingo da stehen, mit einem Klappmesser in der Tasche. Ja, gut, und das ist leider nicht so schön.
In 4 Wochen feierst du da deinen 19. Geburtstag. Aber ich glaube, genau. Ingo ist eh nicht interessiert an dir, weil du bist ja eine Frau. Genau. Ja. Friederike, das klingt doch toll. Wo geht man denn, wenn man in Oberneuland lebt und zur Schule geht, noch so hin abends? Gehst du in Stubu? Ja, unter anderem auch. Darf man aber kein Messer mitnehmen mehr in Stubu. Nee. Früher durfte man noch Messer mitnehmen und Pistolen. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Man darf aber noch am Stubu stehen. Ich glaube, vor 19 Uhr darf man noch mit dem Messer rumlaufen, aber danach nicht mehr. Ich glaube sowieso nicht mit Messer rum, also interessiert mich das nicht. Achso, nee, ich dachte nur, also ich wollte nur mal sagen, wenn ihr heute Abend in Stubu gehen wollt, dürft ihr nicht mit dem Messer. Früher durfte man mit dem Messer rein, jetzt leider nicht mehr. Ja, ich war gerade Sonntag da. Ach guck, und wie ist da so die Stimmung? Ja, also da das ein Sonntag war und es schon sehr spät nachts war, war im Musikkeller eigentlich gar nichts mehr los. Ja, das kann ich mir... Geht man denn noch in die Lila Eule oder ist das zu alternative für ja, dich? Ja, ab und an, aber sehr selten eher. Ganz kurz, ich muss eine Verkehrseilmeldung verlesen. Ja, bleib mal bitte dran. Achtung, Autofahrer, hier ist der Enjoy-Verkehrsservice mit einer Eilmeldung für die A7, Hamburg Richtung Flensburg. Zwischen Elbtunnel und Hamburg-Othmarschen, Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Bitte Vorsicht. Oh, das war schon die Verkehrsmeldung. Das hat die im Ohr. Ja, es piepst zu sehr. Ich sag das normalerweise immer vorher, aber dieses Mal habe ich das vergessen. Es tut mir leid. Ja, kein Problem. Ja, dann sage ich mal lieben Dank, dass du angerufen hast. Ja, bitte. Und, obwohl, nee, warte mal. Guck mal, ich krieg ja noch meine Bewertung. Nee, warte, wir haben jetzt nur noch 4 Minuten. Ja. Da könnte ich natürlich noch den Marcel aus Neustadt reinnehmen in die Leitung. Krieg ich trotzdem meine Bewertung? Ja, du kriegst, warte, ich kann bleib mal eine Sekunde Geilometer eben anmachen. Hier ist Geilometer, sag, Moment. Ui. Oh, ich reite sogar, das passt. Eine 6. Okay. Ja. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Marcel aus Neustadt, hallo. Schönen guten Tag, Jan. Ja, moin. Du bist jetzt, wir sind nicht mehr lange im Gespräch, weil in 3 Minuten ist Schluss, aber dann schnell. Ich wollte dir erzählen, dass es im Knast gar nicht so einfach ist, euren schönen Sender zu empfangen. Wieso? Weil die Wände meistens ziemlich dick sind, die Gefängnisse sind. Aber ihr habt doch Fenster. Ja, aber die Radios, die wir da kriegen, die haben keine Kabel oder Antennen oder sowas, die haben Antennen innenliegend. Ach so, und sag mal, du weißt es also aus eigener Erfahrung? Ja, ich war gerade ein halbes Jahr drin. Aber wenn man 19 ein halbes Jahr im Knast war, dann muss man ganz schön was ausgefressen haben, ne? Eigentlich nicht. Das war, also ich habe eigentlich Bewährung gekriegt und dann nur durch einen dummen Zufall bin ich da reingekommen. Einen dummen Zufall? Das ist aber sehr selten, dass die Justiz Leute aus Zufallsgründen einfach nur einbuchtet. Du hast mehrere Bewährungsstrafen in deinem Leben schon bekommen, so sagen wir mal 3 oder 4. Hast dann gedacht, oh geil, wenn ich nur Bewährung bekomme, bin ich ja nicht im Knast. Und dann hast du einfach nicht daran gedacht, dass du, wenn du dann nur irgendein bisschen Scheiße baust, dann in den Knast einwanderst, ne? Ja, genau. Ich bin mit dem Roller gefahren und hatte halt keinen Führerschein und dann. Ah. Und weswegen hast du die Bewährung bekommen? Ja, das war schon ein bisschen was Größeres. Also was denn? Ich habe Einbruch begangen und naja. Du hast Einbruch begangen und auch nicht den ersten Einbruch, ne? Sondern mehrere Einbrüche begangen schon. Ja, das waren 3 hintereinander. Ah ja. Aber also, in den gleichen Laden. Gewerbsmäßig kann man dann also sagen. Nee, das war eigentlich eher aus Rache. Es war der Laden, wo ich gearbeitet habe. Ich habe dann ja Ausbildung gemacht und dann hat er mir aber kein Gehalt gezahlt 1 Jahr lang. Ja, dann bist du da eingebrochen. Ja, genau. Und habe mir dann mein Gehalt so geholt. Ah, das ist clever. Und dafür warst du halt ein halbes Jahr im Knast. Genau. Ja, und was haben wir gelernt? Besseren Arbeitgeber suchen? Nee, nicht irgendwo einbrechen. Ja, das kam ja nur durch den Arbeitgeber. Nee, du bist einfach eingebrochen, weil du gedacht hast, dass das eine gute Idee ist. Und es ist aber eine beschissene Idee, anderswo einzubrechen. Echt? Ich habe das ja aus Rache gemacht. Ja, aber es macht ja nichts. Das macht ja nichts. Mein Gott, du bist jetzt schon im Knast ein halbes Jahr gewesen, hast nichts gelernt. War anscheinend ganz gut, oder? Nee, überhaupt nicht. Ach so, ja, dann kann man ja vielleicht daraus eine Lehre ziehen. Ja, also würde ich auch nicht wieder machen. Ja, aus Rache schon, ne? Nee, auch aus Rache nicht. Ja. Ich glaube dir kein Wort. Du hast überhaupt nicht verstanden, warum du im Knast warst und siehst auch überhaupt nicht ein, warum das nicht in Ordnung war, anderswo einzubrechen. Doch, ich habe da schon was draus gelernt. Also ich bin jetzt auch dabei, eine Ausbildung zu machen und so. Also aber nicht wieder einbrechen, wenn dein Chef dir irgendwas Böses tut. Nee, ich krieg jetzt auch Gehalt und so. Ah ja. Also das habe ich schon geregelt. Aber du hast jetzt mit einer abgesessenen Strafe natürlich schönen Eintrag, ne? Ja. Nee, gar nicht. Ein halbes Jahr ist ja noch kein Eintrag. Nee? Also ich glaube nicht. Muss Führungszeugnis nicht vorzeigen zum Glück. Ich glaube, ein halbes Jahr gibt noch keinen Eintrag. Oder ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ab einem Jahr. Du hast ein halbes Jahr auf Bewährung bekommen. Ja, genau. Das ist aber nicht sehr viel. Nö. War das deine erste Straftat? Ja. Na gut. Lass es deine letzte sein und führe ein anständiges Leben und brich nirgendwo mehr ein. Nee, mach ich nicht. Dann kriegst du jetzt auch eine geile Meterbewertung von mir. Pass auf.
5. Auf Bewährung. Das ist ja immerhin etwas. Auf Bewährung. Okay. Und wenn du jetzt keinen Scheiß mehr baust, kriegst du 10. Und wenn du Scheiße baust, kriegst du 0. Und wirst an Ingo überstellt, direkt. Oh nee, bitte nicht. Der kommt zu dir in die Zelle. Und dann kannst du mal sehen, dann kannst du nämlich mal sehen, wie das ist. So. Okay. Mein Lieber, großer Neustart. Ne? Wir müssen leider aufhören, die Sendung ist zu Ende. Jo, okay. Tschüssi. Ciao. Das war der Marcel aus Neustadt und das war die Sendung Late Line vom 25. und 26. August 2011. Mein Name ist Jan Böhmermann. Die ganze Sendung gibt es morgen als Podcast zum Runterladen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann ist das Thema, ich sage euch die Zukunft voraus. Ist das nicht? Das ist toll, oder? Ich werde mich jetzt machen eine Ausbildung für AstroTV und muss ein bisschen üben. Nächste Woche werden Zukunftsvorhersagen gemacht. Glaube ich. Kann auch sein, dass sich das nochmal ändert. Gute Nacht und jetzt gibt es noch mal Musik von Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Tschüss. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4. Das Ding. Enjoy. Fritz vom RBB. MDR Sputnik. UFM. Und 103.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.